So, ich habe meinen DS-Neustart gestartet. Also ich habe meinen DS ausgemacht. Nicht, weil der Akku nicht gehalten hat, er hat gehalten. Sondern weil ich die Abzeichen suchen wollte. Und es ging tatsächlich sehr schnell. Ich glaube, es hat keine 20 Minuten gedauert. Und dann hatte ich 100 Abzeichen. Die letzten zwei musste ich ein bisschen suchen. Aber die waren auch schnell. Hallo Poke. Hallo Shadowhunter. Poke, du bist ein Hydropi. Und jetzt habe ich 100 Sticker und dieser Eich hier sollte mir jetzt alle Herrscher-Pokémon geben. Auf einen Schwung. Du hast 100 Herrscher-Sticker gesammelt. Wie versprochen überreiche ich dir ab 20 Herrscher-Stickern ein Radikal. Zebraflo, dankeschön für 5 Monate. Da haben wir Herrscher-Radikal. Muss mal gucken, haben die irgendeine besondere Abzeichen oder so? Zuerst sagst du mir, ich habe 100 Sticker gekriegt und dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, du hast 20. Du hast 100 Herrscher-Sticker gesammelt. Ja, 40. Aranestro. Ist aber doch ein bisschen seltsam dann, dass ich... Ich habe gerade Radikal gekriegt, aber das, der erste Herrscher, gegen den ich gekämpft habe, war Manguspector. Warum kämpfe ich gegen Manguspector und kriege dann ein Radikal? Amphira? Auch das habe ich nicht gekriegt. Ich habe Knorga gekriegt. Ich will das kurz überprüfen. Herrscher. Weil ich spiele Ultramond. Herrscher. Ah ja, okay. In Mond kriegt man Radikal und in Sonne kriegt man Manguspector. Ja, okay. Also ist das hier korrekt. Dann... Knogga. Achso, ich bekomme. Hä? Herrscher-Pokémon. Wo steht, was ich bekomme? Ach, hier, okay, hier steht's: Ultramond-Radikal. Ultramond-Aranestro. Ultramond-Amphira. Das heißt, ich kämpfe gegen Aranestro, aber ich krieg. Ich kämpfe gegen Knogga, aber ich bekomme ein Aranestro. Okay. Amphira, Togedemaru, Mimikma und Grandiras. Weird. Ich weiß, dass sie editionsspezifisch sind, aber dann sollen doch die Herrscher auch, gegen die ich kämpfe, editionsspezifisch sein. Ich soll doch die kriegen, die ich bekämpft habe. Radikal war ein SM der Herrscher. Ah ja. Ja. Nur ein Mondmanguspector? Nee, Ultrasonne. Habe ich gerade vorgelesen. Rare Max, hallo, Roter Jay, hallo. Verox, dankeschön für 6 Monate. Und Sandwich, kannst du dankeschön für 13 Monate. Hallo. Bist du traurig über dein wundervolles Pokémon, das du gestern warst? Ich musste es einfach verbrennen. Mimikma? Nur noch eins? Grandiras. Und in Ultramond, Ultrasonne bekomme ich Bundlebee. So, sind die jetzt irgendwie interessant. Wie gucke ich die an? Hallo Azrael.
Nase hat mich auf dem Gewissen. Ja, weil der nicht gegen Drachenwut ankommt. Tja. Also ich hätte ja gegen Drachenwut überlebt. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal ein Pokémon, das 40 KP hatte. So, hier sind sie. Irgendwas Besonderes an denen? Sehen wir irgendwas Besonderes? Moment mal. Männlich, männlich. Amphira ist weiblich. Männlich, männlich, männlich. Geil, dass die alle von Haus aus männlich sind. Steht irgendwo irgendetwas, dass das mal ein Titan war? Speckschicht. Ist Speckschicht wenigstens ein... Ich habe nicht mal ein Abzeichen. Das ist gar nichts. Das ist einfach ein stinknormales Pokémon. Wasserblase, Korrosion, Robustheit, Kostümspuk. Das sind stinknormale Fähigkeiten. Das sind stinknormale Pokémon. Die haben noch nicht mal ein Abzeichen und haben noch nicht mal... Ich glaube, dann lasse ich die auf dem Spiel. Weil wenn ich jetzt... Ich kann ja jetzt irgendwie... Ich glaube, ich kann... Keine Ahnung, die es nicht in den Originalspielen gab, die kann ich nicht übertragen. Das heißt, ich kann, glaube ich, 2 von den 6 nicht übertragen. Das ist doch kacke, wenn ich dann anstatt 6 4 Stück in Home habe. Dann lasse ich doch lieber alle hier, wenn es diesen Fehler gibt. Die sind im Kampf größer. Na, dann müssen wir das jetzt einmal checken. Shadowhunter, du bist ein Knackleon. Wusstet ihr, dass Knackleon eine Fähigkeit hat, bei der man nicht weglaufen kann? Die sollen größer sein. Dann schaue ich mir jetzt mal radikal an im Kampf. Ich meine, es sollten die... Wahrscheinlich sollen es noch nicht mal die Herrscher sein. Was hat es? Eine Fähigkeit, bei der man im Kampf nicht weglaufen kann. Ich meine, es wäre cool, wenn sie jetzt diese Aura hätten, wenn man die in den Kampf ruft. Diese gelbe Aura oder rote Aura. Aber ich glaube, es ist ein ganz normales Radikal. Okay. Okay. Es ist kein normales Radikal. That's a big boy. Die Kamera ist noch nicht mal weiter weg. Okay, jetzt muss ich mir kurz einmal anschauen. Das sind ja genau 6. Ich mache mein Team jetzt aus Herrschern. Noch ein Grund mehr, dass ich die nicht aus diesem Spiel raustransferieren sollte, weil diese Größe verlieren sie, glaube ich. Aber ich werde vielleicht Tests machen und die in Kamezin und Popo übertragen und gucken, ob sie da maximal groß sind. Entweder Titan oder Ex-Elite-Abzeichen. Die haben kein Abzeichen. Wir haben kein Abzeichen, aber vielleicht bekommen sie eins in Kamezin und Purpur, aber ich glaube nicht. Du hast dich richtig erinnert. Ich hätte das nie gecheckt jetzt. Irgendjemand hat es aber getestet und hat gesagt, dass sie kein Abzeichen bekommen. Irgendjemand hat mal Titan in Kamezin und Popo reingetan und es ist nichts Besonderes an denen. Aber ich werde es auch nochmal testen. Gegen Zubat vor allem. Los, Big Boy! Boom! Wenn sie jetzt noch die rote Aura hätten, wäre cool. Aranestro, wie siehst du aus? Aber vor allem macht dieser Stampfer, ist der auch tiefer? Boom. Ja, die sind groß. Oh,
Hätte ich die doch nur vorher gehabt, dann hätte ich mit denen das Spiel durchgespielt. Aber wobei, nein, die dürfen nicht verändert werden. Gebt euch dieses Amphira. Zeigt noch auf einer anderen Perspektive. Ich will kein Zubat. Das sieht's gar nicht. Es ist schon riesig. Jetzt die riesige Kugel. Okay, sie machen nicht alle Boom. Das war einfach. Aranestro macht halt Boom, wenn es aufkommt. Tagedemaro hat keinen Boom gemacht. So sieht's nicht so groß aus. Man braucht immer das Verhältnis zum Spieler. Ja, okay, es ist schon groß. Dann noch Mimikma. Warum hat Aranestro beim Aufkommen auf den Boden so einen Boom gemacht? Das muss ich gleich nochmal rausholen, warum Aranestro so einen Boom macht. Das ist ein großes Kostüm. Das ist ein cooles Feature, ja. Wobei ich finde immer noch cooler Ends-Pokémon in Gen 5, dass sie so eine grüne Aura haben. Das finde ich als Sammler irgendwie noch cooler. Aber auch da, die verlieren die grüne Aura. Hier verlieren sie auch alles, wenn man sie aus dem Spiel... Deswegen, ich darf die nicht aus diesem Spiel raustun. Der sieht gar nicht so viel größer aus. Echt, du glaubst, sobald ein Pokémon sehr schwer ist, gibt es diese... Animation, dass es besonders schwer ist. Es sieht gar nicht mal größer aus. Es sieht nicht besonders größer aus. Okay, lass mal nochmal Aranestro holen. Aber Aranestro ist doch nicht schwer. Da schau, boom. Warum macht es boom? Ist es das Gewicht? Wiegt Aranestro mehr als ein Grandiras? Grandiras hat, glaube ich, auch nicht einen Boom gemacht. Ist es echt so? Kann man das im Pokédex nachschauen und dann ab einem gewissen Wert? Ist der Sound anders? Radikal wiegt zum Beispiel... Sieht man gar nicht. Wo sehe ich das? Hat auch Gewicht. 25 Kilogramm. Nicht viel. Ein Aranestro wiegt mehr? Das ist ein Käfer. Wo ist Aranestro vor allem? Wenigstens geht der Pokédex schön schnell. Ich finde kein Aranestro. Ich habe so viele Pokémon noch gar nicht gesehen. Wo waren die denn alle? Ich habe noch nie einen Rosana gesehen. Was? Ich habe noch nie einen Velsa gesehen. Aranestro existiert nicht. Aranestro ist eines der ersten Pokémon im nationalen Dex. Ach cool, das Bild mit allen. Ja, das ist schon cool gemacht. Ja, Gen 7 ist ja nicht so kacke. Hier. Aranestro wiegt 82 Kilo. Das wäre cool, das wäre interessant, wenn... Ein Pokémon ein gewisses Gewicht überschreitet, dass es dann, wenn es rausgerufen wird, Boom macht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hallo Laubfuchs. Hallo Mariko. Du hast gestern deinen 3DS gehomebrewed. Du konntest dein Kristall safe wieder restoren. Schau. Alles ist gut. Also ich werde ein bisschen rumtesten mit Backup-Saves, aber ich glaube, ich werde die Pokémon alle hier drin lassen, weil sie hier mehr Sinn ergeben. Ich glaube, die sind hier in der Ansicht auch größer. Hör mal. Die sind in der Ansicht auch größer. Okay, cool. Und das verliert es halt, glaube ich, wenn ich die übertrage. Ich meine, wenn sie ein Titanabzeichen bekommen, okay, dann wäre es cool, sie zu übertragen. Aber wenn sie kein Titanabzeichen kriegen, dann ist es reine Verschwendung, die zu übertragen.
Cool. Okay, das ist ein cooles Feature. Das gleiche muss ich jetzt aber auch in Ultrasonne machen. Nochmal 100 Sticker sammeln. Aber ich muss sagen, die 100 Sticker zu sammeln... Ich hatte ja, glaube ich, 85. Die letzten 15 waren alle in den ersten Gebieten und dann so ein bisschen verteilt. Und es ging trotzdem super schnell. Also ich habe locker 80 Stellen bin ich abgerannt. Und es ging echt schnell. Also die 100 Sticker sammeln, das hat man in einer Stunde gemacht, wenn man 0 Sticker hat. Okay. Dann. Die Geschlechter sind, glaube ich, festgelegt von den Herrschern, weil bei mir waren alle männlich. Außer Amphira natürlich. Das wäre krass, wenn ich jetzt Glück gehabt hatte. Hätte. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich das nachschauen soll. Bei Herrscher stand es, glaube ich, nicht. Jetzt ist die Frage. Entweder wir spielen jetzt die Sonne-Mond-Demo, um ein Ash Quajutsu uns zu holen. Oder wir machen Butalanda. Nur die Herrscher-Pokémon, die in Pokémon Ultrasonne und Ultramond eingeführt wurden, können nicht übertragen werden. Halt echt blöd. Das heißt, Aranestro kann nicht übertragen werden, Amphira kann nicht übertragen werden, Togedemaru kann nicht übertragen werden und Bundlebee kann nicht übertragen werden. Und Knogger kann auch nicht übertragen werden. Ja, blöd. Erst den Frosch, dann das Butalanda. Butalanda! I'm Shadow, dankeschön für 20 Monate. Dankeschön. Also ich weiß nicht, wie ich das Geschlecht von den Herrschern überprüfen kann, weil ich kann auch auf Englisch gucken. Bulbapedia Titans Usum. Vielleicht sagen die das. Aber hier, wie heißen die denn auf Englisch? Die Herrscher. Weil hier unterscheiden die nicht. Also hier ist Titan, ist nur Kamisin und Popo. Wie heißt die denn auf Englisch? Guardians oder sowas? Guardians würde irgendwie mehr Sinn ergeben. Sinistar, du bist ein Rayquaza. Krahas, Rayquaza. Phil, dankeschön für 24... Bin ich dumm. Phil, dankeschön für 24. Phil, danke, dass du die 24 hinterm Namen stehen hast. Du hast schon Zelda durch, Mariko? Das ist krass. Ich weiß gar nicht, wie einfach ich jetzt dieses Ash Quajutsu holen kann. Aber ich habe auf jeden Fall die Demo hier drauf. Wo ist sie? Das hier, oder? Kann ich den Demo-Spielstand löschen? Von innen aus? Oh, da ist keiner drauf. Hä, wo ist der? Ich hatte einen. Okay. Problem weniger, ich muss ihn nicht löschen, er ist nicht da. Hallo zu Rumi. Also das neue Zelda ist super. Ich habe auch nur Gutes gehört. Außer, dass die Menüführung von den Items, die man dauernd beschwören kann, schrecklich ist. Weil es einfach nur eine Liste ist, die hintereinander gereiht ist. Und es ist so ewig lang. So sehe ich aber nicht aus in meinem Spiel. Lieber Sun. Okay. Soon. Mein Radikal und Grandiras sind weiblich. Du hattest Glück. Krass, bei mir waren alle männlich.
Das heißt, ihr müsst, wenn ihr wirklich Männchen wollt, drauf aufpassen und resetten. Wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wie geht es dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Es liebt heißes Wetter und in Alola geht es heiß her. Das schreit nach heißen Kämpfen. Das heißt, ich bin gar nicht der Charakter, der ich im Spiel bin. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Und auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Son, es wird Zeit, zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort noch anmelden. Was für eine Story. Auf zum Rathaus. Tsurumi, du bist ein Kokowai. Herrscher haben auch alle drei DBs auf 31. Hm. San, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, sie müssen unsere neuen Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, sie haben etwas Geduld mitgebracht. Was ist das für eine Demo, in der wir einfach bürokratische Sachen machen jetzt? Dann gehe ich. Oh mein Gott, Tali. Hey du, bist du Sun? Ja. Heiß ich Sun oder Sun? Das ist die Demo für beides. Wenn ich Sun und Moon wäre, okay, aber ist es nur Sun? Ich bin Tali. Bla bla bla. Taylor, du bist ein Duokles. Alola, Mariko? Du bist ein Lugia. Du bist buchstäblich eins neben Celebi. Oder ist es Ho-Oh Lugia? Oder Lugia Ho-Oh? Willst du es trotzdem auf deinen Stapel haben? Es ist ein Lugia. Ich habe da eine Idee. Bevor ihr euch total langweilt, könnt ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Ja. Tali, chill. Nimmst du? Okay. Daybreaker, du bist ein Zorua. Glaudu heißt Nuss. Sun. Ja, kann ja auch sein, dass es Sun ist. Aber warum sollte ich denn Sun heißen? Die Demo ist ja für beides. Wenn, dann würde ich in Mond Sun heißen und in Sonne würde ich Moon heißen. Oh, jetzt ist hier schon Team Skull in der Demo. Das haben sie sich getraut, das zu veröffentlichen in der Demo. Und danach haben Leute noch das Spiel gekauft. Mädchen ist Moon. Ich konnte kein Geschlecht auswählen am Anfang. Ich konnte nichts auswählen am Anfang. Aber ja, so hätte ich es logisch gefunden. Team Skull ist echt... Ich glaube, ich finde es das dümmste Team von allen. Ich glaube, kein Team ist dümmer. Auch Team Yell ist nicht... Ist besser. Ich finde die Musik schlimm. Quajutsu! Wollen wir passiert Freundschaftsakt automatisch? Was für ein Level bin ich? 36. Okay. Oder lerne ich erst Freundschaftsakt? Warum hat es noch keinen Freundschaftsakt? Skull und Yell sind auf einer Ebene. Ja, aber Team Yell hat halt Marnie, also Mary. Mary ist schon verdammt cool. Hier Bromley ist auch okay, aber... Warum habe ich keinen Freundschaftsakt gemacht?
Ja, Bromli ist okay. Also ich finde, eine Demo sollte einfach die besten Stellen im Spiel zeigen und nicht erstmal den Anfang, wo man... Es ist cool, dass es nicht einfach das Spiel ist, sondern komplett eigenes Ding. Aber ich finde, es macht auch viel mehr Sinn, wenn man einen einfach in so fette Kämpfe reinschmeißt. Sollen sie mich halt einfach in der Demo in einen Titanenkampf, in einen Herrscherkampf reinschmeißen. Mit dem Rätsel davor. Du hast keine Ahnung, was abgeht, aber du musst es machen und du schaffst es, weil du überlevelt bist. Aber du siehst schon mal die geilen neuen Sachen und wie Sachen animiert sind und das 3D und was nicht alles und Herrscher-Pokémon. Aber nein, wir gehen erstmal ins Rathaus und werden von Tali und Team Skull genervt. Hast du die Fusion vergessen? Anscheinend. Welche Fusion? Hier steht keine Fusion, es tut mir leid. Die anzumachen? Nee, du bist blind, ja. Nee, du bist blind. Ein Freundschaftsakt aktiviert sich erst nach einem Kill, okay. Hallo Fast Guy. Im Spiel hat man auch erstmal 50% Tutorial, die wollen dich vorwarnen. Ja, mir wird einfach gezeigt, was ein Pokémon Center ist. Das ist so irrelevant in der Demo. Die sollen mich einfach in den krassen Kampf schmeißen. Die sollen mich mal eine Demo machen lassen. Darf ich vorstellen, dass es soon... Ja, ja, ja. Wir haben ein Spirit für Beast und es ist ein Eisendorn. Und wir machen eine Fusion der 175 und 208. Die Oras-Demo war cooler, finde ich auch. Da kommst du gleich angeflogen auf einem Latios und dann machst du einen fetten Kampf gegen Mega. Das ist auf jeden Fall cooler. Ja. Das tut mir leid. Verox, aber ich meine, du bist selber schuld, wenn du Togepi mit einem Stalos kreuzen willst. Philipp, du bist ein Voltreant. Ach, mit Eisendorn kannst du leben. Hab gestern ordentlich Punkte kassiert durch Nase, weil Happens am Anfang die Vorhersage gemacht hat, wer am ersten Reset schuld ist und du hast gesagt Nase. Ich meine, genau genommen war er nicht schuld, also beim allerersten war er nicht schuld, weil das Spiel abgestürzt ist. Aber beim zweiten Mal war er auch schuld, also können wir sagen, passt schon. Kriegst jetzt ein Fang-Tutorial, ich raste aus. Nee, aber mir wird erklärt, dass es wilde Pokémon gibt. Wer als erstes ein Pokémon verliert. Ah, und er hat eins verloren wegen... Ja, das Geduld-Ding. Whoops. Whoops. Ich meine, Geduld ist keine Attacke, die heutzutage noch groß benutzt wird. Das ist so eine richtig schöne Gen 1, Gen 2 Attacke. Ich wusste, dass Geduld schon was kann, aber doch nicht, was genau diese Attacke macht. Hallo Sophie. Kann ich Tauros? Nee. Ist auch eine komplett neue Route. Die Route existiert, glaube ich, gar nicht in... Doch, die muss existieren. Existiert die? Kann mich irgendwie nicht dran erinnern, dass es so aussah im Spiel. Kann man in der Demo Shinies handeln? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Könnte man... Nee, weil man kann gar nicht fangen. Also fangen kann man ja, glaube ich, keine Pokémon. Aber vielleicht kannst du trotzdem Shinies finden.
Rare Max, du bist ein Grillmack. So viel gute Besserung. Halt. 4 Pokémon, die den Arten Miniras und Mediras angehören. 4 Pokémon, die den Arten von Miniras angehören. Was heißt es? Drache? Oder es sind einfach ganz viele Miniras? Habe jetzt seit 2 Tagen TCG Pocket und konnte bisher ohne Echtgeld 60 Booster öffnen und habe darin 9 Art Rares und 1-3 DMSF Rares bekommen. Hey Dave. Laubfuchs, wie hast du das gemacht? Hast du dir dafür einen komplett neuen Google-Account gemacht in Neuseeland? Gibt's TCG Pocket schon? Ja, in Neuseeland. Ich habe geguckt, wie man das installiert, aber... Aber dann wurde direkt gesagt, du kannst deinen Google Play Store dann für ein halbes Jahr lang nicht mehr zurückändern. Also hatte ich keinen Bock, mir extra dafür einen neuen Account zu machen, den ich dann, weißt du, dann habe ich TCG Pocket auf einem Account nur für TCG Pocket. Braucht man nicht nur die Region zu ändern, so war das damals mit anderen Spielen auf jeden Fall. Ja, aber du kannst in die Region für ein halbes Jahr nicht zurückändern. Ich habe keinen Bock, einen Google Play Store von Neuseeland ein halbes Jahr zu haben. Ich glaube, das gibt andere Probleme dann. Wie zum Beispiel, wenn du Filme kaufen willst oder so. Aber Laubfuchs, ich glaube... du hast deswegen so viel Glück, weil es der Anfang vom Spiel ist. Am Anfang von so einem Gacha-Spiel werden dir immer viele geile Sachen gegeben. Und ich habe auch heute ein Video angeschaut, wo erklärt wird, wie man immer wieder sein Spiel resettet. Weil du am Anfang so unfassbar viel umsonst kriegst. Quasi, wenn du 2 Stunden TCG spielst und du bist nicht zufrieden mit dem, was du in diesen 2 Stunden kriegst, dann machst du einfach einen neuen Account und probierst es nochmal. Und erst wenn du zufrieden bist, was du kriegst, ist das dein Account, mit dem du dann für immer TCG Pocket spielst. Weil du am Anfang so unfassbar viele Sachen umsonst kriegst und dadurch halt die krassen Rares bereits kriegen könntest. Deswegen, jedes Gacha-Spiel schenkt dir am Anfang so viel Zeug, damit du süchtig danach wirst. Und dann auf einmal, einen Monat später, bekommst du nichts mehr, aber du hast immer noch die Sucht, dass du ja geile Sachen kriegen könntest. Und dann fängst du an, Geld auszugeben. Ich meine, es ist logisch. Ich würde nicht sagen, dass du Glück hast. Ich glaube, am Anfang eines Gacha-Spiels hat jeder Glück. Das ist so programmiert. Hallo, Benny. Ich habe den DS nicht anbehalten, obwohl es gegangen wäre, weil ich habe die Sticker gesammelt. Und wir haben gerade die Herrscher abgeholt, die cool sind. Die sind voll riesig. Ich glaube, ich lasse sie im Spiel. Und jetzt machen wir noch schnell Ash Quajutsu und dann mache ich Brutalanda. Auf Twitter gibt es jetzt schon Leute, die alles gesammelt haben. Aber Laubfuchs, so wie ich das verstehe, kannst du, wenn du nicht aus Neuseeland bist, dann nichts kaufen, oder? Weil du bräuchtest dann eine neuseeländische Kreditkarte. Oder könntest du Geld ausgeben, Laubfuchs? Alola Marco. Dave, du bist ein Normifin, oder? Ja, Normifin. Ich würde nämlich auch TCG Pocket gerne spielen, aber mein Vorhaben ist ja, ich will direkt anmachen, von null an, und an einem Tag die maximale Menge an Geld ausgeben und schauen, was man dadurch kriegt. Und danach nie wieder spielen, wahrscheinlich. Hast du eh nicht vor. Mhm.
Wo weiß ich so, dass ich kein Delfinator bin? Weil man die Unterseite sieht und da ist kein Herz. Da ist kein Herz. Stimmt, wenn du Geld ausgibst und die Rechnungsadresse falsch ist, könnte es happig werden. Also vor allem für mich, weil ich ja das Ganze von der Steuer absetzen kann. Und wenn dann die Adresse nicht richtig ist, dann kann ich's, also dann ist es gefährlich natürlich von der Steuer abzusetzen, würde ich nicht machen. Deswegen wird es dann kacke für mich sein. Aber es ist natürlich blöd als YouTuber nicht direkt Content zu etwas machen, wenn jeder es schon macht. Weißt du, überall existieren schon Videos jetzt zu diesem Spiel und ich komme dann erst in einem Monat. Auch kacke. Aber was soll ich machen? Ich will den Titel, ich habe alles Geld in TCG Pocket gesteckt und es war eine schlechte Idee oder sowas. Genau wie das neueste Video heißen wird, ich habe zum ersten Mal eine Soul Link gemacht und es war Chaos. Auf Deutsch habe ich auch nur Sephiron gesehen. Ja, aber die Frage ist, ob er Geld ausgegeben hat. Weil dann probiere ich das auch. Wenn ich Geld ausgeben kann, okay. Aber ich glaube, könnte nicht mal Geld ausgeben. Muss ich hier runter? Ich glaube, Grandiras jetzt besiegen und dann war es das schon. Der gibt auf jeden Fall Geld aus. Dann gucke ich nochmal genauer. Muss ich es von hier hinten fotografieren? Oh. Das ist dann jetzt schon ein cooles Intro so. Aber die ersten Stellen, wo ich ins Rathaus gehe und sowas, einfach weglassen. Startet die Demo in dieser Höhle. Lasst es länger gehen irgendwie. Und jetzt kriege ich Freundschaftsakt, wenn ich quasi seinen Mitstreiter umbringe, wahrscheinlich. Warum ist Aeroas gut? Ach so, weil du Kampf bist, stimmt. Für mich ist das ja ein Drache Stahl, wegen den Schuppen. Aber es ist ein Drache Kampf. Zumindest hat er 99 plus Sanduhren. Ich meine, vielleicht ist er auch gesponsert. Ich will Freundschaftsakt sehen. Hallo Gurke. Doch, natürlich mache ich das on stream, hä? Natürlich werde ich euch alle süchtig machen nach diesem Spiel. Drache-Feber-Shiny, genau. Okay, wir haben hier ein Problem. Warum ich keine Wasserattacke gegen Wuffels? Weil ich blödi bin. Die Macht der Freundschaft. Da ist es. Ash Quajutsu. Auch wenn es eigentlich... Es heißt sogar Ash Form. Ich wollte gerade sagen, das ist total doof, dass es so auf Ash beschränkt ist. Aber es heißt sogar offiziell Ash Form. Warum heißt das nicht Friendship-Form oder sowas? So. Das war's. Jetzt ist nur die Frage. Auf welches Spiel kriege ich dieses Quajutsu? Ich glaube, ich muss ein neues Spiel dafür anfangen. Maori, du bist ein Raichu.
Was bringt es mir jetzt, den Z-Ring zu bekommen? Kann ich hier noch weiterspielen? Elektro-Z? Warum? Ich glaube, ich kann hier noch ein bisschen rumdingsen. Du kriegst es nur auf Sonne oder Mond. Genau. Und Mond habe ich ja einen Spielstand, den ich nicht unbedingt löschen will. Aber den Mondspielstand können wir anschauen und den löschen. Oder, weil ich glaube, die OTE Ash ist, kann ich das einfach da annehmen. Gibt es Freundschaftsakt auch nicht auf Ultrasonne und Ultramond? Wenn ich dieses Ash in Usum übertrage, hat es nicht Freundschaftsakt. Oder zumindest nicht. Doch, da soll es geben. Ich glaube, es gibt es ja sogar in Schwert und Schild. Gibt es das nicht, Quajutsu? Nee, ich glaube, es ist das letzte Mal. Und in Kamisin und Purpur wurde Freundschaftsakt gelöscht. Oder zumindest, also hat keine eigene Animation. Sie ist schon cool, aber Mary ist trotzdem cooler. Übrigens, was sagt ihr? Was sagt ihr zu unserer, die gestern Nacht da waren? Was sagt ihr zu unserer Soul Link? Warum habe ich einen Pikachu? Was sagt jetzt unsere Soul Link? Ich würde sagen, dass ich habe Angst, dass wir es uns zu einfach machen. Ich brauche jetzt kein Z-Elektro. Hab gesehen, dass ihr neu gestartet hattet nach einer Stunde. Ja, weil Nases Emulator gecrashed ist. Wir mussten aufhören. Wir hätten weitermachen können, aber es war alles weg. Ich fand's lustig, mich hat nur die Aussprache getriggert. Pokémon, ja. Mir hat's auch jedes Mal. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. Der Nase ist halt, keine Ahnung. Der sagt halt Pokémon, warum auch immer. Woher kommt sowas? Schlechte Erziehung. Ist halt Gothic Man. Ja, warum sagt man da Gothic? Oder was hat es? Sollte ja nichts mit Gothic zu tun haben. Dann sag ihm doch, dass das falsch ist. Ach, glaubst du nicht, dass ich ihm das ständig gesagt habe, auch gestern mehrmals, dass Pokémon einfach schrecklich klingt und es nicht so heißt? Ich meine, es heißt Pocket Monsters. So weit entfernt ist Pokémon nicht. Aber ich glaube, niemand sagt Pokémon. Ich bin auch deiner Meinung, dass ihr nicht überleveln solltet. Ja. Ich glaube, Nase hat halt Angst, dass jetzt wieder so ein Drachenwut kommt und dann hat er wieder keine Chance. Aber das, ja. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das nochmal passiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir einfach durchrennen. Weil wir die ganze Zeit 10 Level höher sind. Es muss schon damals cool gewesen sein, dann das erste Mal so richtig 3D-Pokémon hier zu sehen im Trailer. Man kann im Render auch so Sachen rausnehmen wie Drachenwut. Haben wir. Haben wir und es kam trotzdem. Drachenwut ist raus für Early Game, aber es war nicht mehr so Early Game. Er hätte es auch geschafft. Wenn er von vornherein dran gedacht hätte, dass das Kaumalat Drachenwut hat, was wir von vornherein sogar gesagt haben. Ich habe zufälligerweise drüber geredet, so hat Kaumalat eigentlich Drachenwut? Und hat jemand gesagt, ja, ab Level 7. Und dann bekam er halt ein Level 9 Kaumalat und er hat nicht dran gedacht.
Boom, Drachenblut. Aber hätte er es gewusst, hätte er wechseln können, eins opfern können, zurückwechseln können, umbringen. Aber er hat nicht dran gedacht. Hat es vergessen gehabt, dass wir drüber geredet haben. Oder hat es nicht mitgekriegt, dass wir drüber geredet haben. Und dann war halt, ist er gewiped. Deswegen, es war nicht... Also im Emulator ist es ausgestellt. Game-breaking moves wie Drachenblut. Ich kann jetzt sogar schon Tauros reiten und so. Sagen Sie mal, im Japanischen sagen Sie Poketto. Pokémon. Die sagen Pokémon. Poketto? Was? Pokémon. Pokémon. Ist ja auch egal. Ich meine, ihr sagt Hundemon, ist viel schlimmer. Gibt's irgendwas in dieser Demo, die sich jetzt noch lohnt anzuschauen, die ich irgendwie übertragen kann? Jetzt sind hier aber echte Trainer. Nee. Ich kann mal kurz gucken bei der PokeWiki-Seite. Zur Demo. Ich glaube, mehr ist es nicht. Pokémon. Haupthandlung, Team Skull, na, Nebenhandlung, Minispiele. Spricht man die Frau am östlichen Ende von Haoli City an, so bringt sie den Protagonisten auf den Mahao-Bergfahrt, wo er mit dem Tauros Rambok die vielen Felsen, man kriegt Sternenstaub. Nope. Nein, danke. Fangherausforderung. Zertrümmert man mit Tauros Rambok den Felsen, Tankerathügel. Er übergibt einem 16 Pokebälle, einen Superball und 3 Heilbälle, denen man im bestimmten Areal Pokémon fangen kann. Wurden mindestens 3 Pokémon gefangen, erhält man einen Nugget. Ey, man bekommt nur Geld. In-Game-Events. Am zweiten Tag. 10 Prachtfedern. Am sechsten Tag ist eine kleine Quest. 13. Tag, Duftpilz. 14. Tag, Alola Dictri sieht man, aber bloß. 15. Tag, ein bisschen Lore über Alola-Region. 19. Tag, wieder eine Quest. 25. Tag, Kometstück. Freitags trifft man Lilly und sonntagabends trifft man Tali. Pokémon Partner Quajutsu, vorübergehend im Team Pikachu. Kompatibilität mit Sonne und Mond. Man kann all diese Items übertragen. Okay, also das Einzige, was ich übertragen kann, ist Quajutsu und Prachtfedern, Sternstaub, Sternenstück, Nugget, Duftpilz, Kometenstück. Alles Geld. Und wenn ich was nicht brauche in Sonne und Mond, ist es Geld. Also ne, Quajutsu ist das Einzige. So, und was steht hier? Das Quajutsu hat schon die OT Ash, ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt einen komplett neuen Spielstand anfangen. Bericht des Pokémon zeigt sich als Original-Trainer Ash. Level 5, offenbar schicksalhaft erhalten. Hallo Uwe. Das heißt, ich hole jetzt Sonne raus, was mir, glaube ich, Happens geschenkt hat. Wer hat mir Sonne geschenkt? Oder ausgeliehen? Happens, oder? Ich kann gar nicht speichern. Speichere ich immer bei ihm. Ich glaube, die wollen, dass man im Pokémon Center speichert. Ausgeliehen, geschenkt. Hier.
Was möchtest du tun? Auf Vollversion übertragen. Wie sieht's mit Speichern aus? Auf Vollversion übertragen. Hinweis, ist sowohl die Karte der Handelsversion in deiner Konsole eingesteckt, als auch die Downloadversion der vollständigen Spielsoftware installiert, wird dein Geschenk auf die Handelsversion übertragen. Ach, stimmt. Okay. Dann, tue ich jetzt Ultramond raus und tue nur Sonne rein und sag Quajutsu. Nur keine Sorge, dein Quajutsu verschwindet nicht aus deinem Team, wenn du es überträgst. Du möchtest also Quajutsu übertragen. Ach, dann hat man sogar zwei hier in der Demo und im Spiel. Okay, ja. Stimmt, das ist auch das einzige Pokémon, was man hat. Bitte beachte, dass dieses Pokémon erst auf dich hören wird, wenn du in Pokémon Sonne bzw. Pokémon Mond zwei... Schau mal, wie schrecklich das klingt. Pokémon Mond. Zwei große Prüfungen gemeistert hast. Okay. Dieses Geschenk wurde bereits übertragen. Nein, ich muss einen neuen Spielstand. Okay, dann... Aber was ist... Aber wie speichere ich in diesem Spiel? Hat es automatisch jetzt gespeichert? Hä? Wie speichert man in der Demo? Kann man nicht speichern? Fängt man einfach jedes Mal von vorne an? Das kann doch nicht sein. Wie speichere ich? Ich glaube eh gespeichert. Aber es gibt doch kein Autosave in dem Spiel. Was ist, wenn ich jetzt... Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Item bekomme, wird es automatisch jedes Mal gespeichert? Weil ich kann ja Items jetzt bekommen. Aber okay. Dann gehe ich jetzt raus und gucke mir dieses Mond an. Ich glaube, Mond ist von mir und da habe ich Quajutsu auch schon übertragen. Daher ist mein echtes Quajutsu, was ich schon habe. Also genau genommen muss ich es auch nicht übertragen, weil ich habe es in Pokémon Home schon. Ich wollte es nur nochmal machen, ja, dass ich es einmal aufgezeichnet habe, wie ich es mir jetzt geholt habe. Aber Andy, ja, es ist von Happens. Was sind hier eigentlich für krasse Dinger drauf? Flammiau-Eier. Aber der Kerl hat Ash Quajutsu schon gemacht. Das heißt, ich müsste diesen Spielstand hier löschen, um nochmal ein eigenes Ash Quajutsu zu holen. Ist auch gar nichts mehr drauf. Erstmal leaken. Ich habe die Ultrasonne geschenkt. Anscheinend auch Mond. Was ist dann dieses Spiel hier, Happens? Hast du mir das nicht gegeben? Das ist Sonne. Sonne. Du hast gerade gesagt, es ist Mond. Trotzdem. Du hast gesagt, du hast mir Ultra Sonne geschenkt. Aber du hast mir auch Sonne geschenkt. Okay. Also Quajutsu übertrage ich vielleicht hier und da darüber, aber dafür müsste ich halt jetzt was löschen. Aber jetzt ist Brutalanda dran. Und wie hat schon wieder jemand geschafft, einfach ein Shiny Brutalanda auf Discord zu posten? Wenn ich kein Shiny Brutalanda kriege, bin ich ja jetzt richtig enttäuscht. So viele wie ihr von euch, wie das kriegen. Kann ich Knuddel auf irgendein Item geben, dass es irgendwie besser läuft? Hallo 16-Bit-Girls. Du suchst seit anderthalb Stunden Kindwurm. Wie machst du das? Warum hast du noch keins gefunden in anderthalb Stunden?
Meinst du Shiny Kindwurm? Ich tick mal Ash Quajutsu ab. Und dann sind wir jetzt. Ich meine, wir haben alles. Du bekommst kein Kindwurm mehr. Einfach nur im Gras. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt bei mir geht. Kindwurm. Kindwurm. Warte mal, haben wir nicht den Counter? Wir haben 56 Kindwurm herbeigerufen bereits. Da zählen wir schon weiter jetzt. Leute, ich muss euch jetzt übrigens erzählen, was ich am Samstag gemacht habe. Ich war am Samstag im Kino, alleine, und es war wundervoll. Erstmal die Experience, alleine ins Kino zu gehen. Also Rosa und ich sind zusammen ins Kino, aber dann dort in zwei verschiedene Filme. Und es war mega cool, weil danach sind wir essen gegangen und haben uns gegenseitig von den Filmen erzählt. Also allein, also das war cool. Und ich bin auch, in das Kino, wo wir immer gehen, gibt es keine Platzwahl, was ich eigentlich blöd finde. Aber wenn du früh genug da bist, dann ist es eigentlich geil. Und wir waren eine halbe Stunde vorher da und ich bin dann ins Kino, weil es schon offen war und es war komplett leer. Also habe ich mich in die Mitte gesetzt. Vor dem Bildschirm, in die Mitte. Und keiner war da. Und dann wurde es aber ziemlich voll. Aber ich weiß nicht warum. Niemand hat sich neben mich gesetzt. Und okay, das ist ja normal, ne? Wenn du nicht musst, setzt du dich nicht neben jemanden hin. Das war sehr nice. Aber was noch seltsamer war, als ich alleine war und die ersten Menschen sind so gekommen, die allerersten Menschen haben sich an den Rand gesetzt. Ich mir denke, Leute, ihr seid extra früh da und jetzt setzt ihr euch an den Rand, wo man das schlechteste Bild hat. Was macht ihr? Ich schätze, dass sie sich nicht sicher waren, ob sie den Film mögen und zur Not einfach schnell aufstehen und rausgehen können. Schnellster Weg zum Klo? Ja, vielleicht. Aber 2 Stunden Film? 2 Stunden 20 Film? Habe ich da echt eine schlechte Sicht? Dafür, dass ich schnell aufs Klo gehen kann. Und es sind, ich glaube, also 2 Leute sind während dem Film ausgestiegen, also aufgestanden und rausgegangen und sind nicht wiedergekommen. Nach der ersten krassen Szene. Und ich glaube, 2 Leute sind zwischendurch auf die Toilette gegangen. Keine Ahnung, warum die sich an den Rand gesetzt haben. Finde ich super seltsam. Aber dann wurde es immer voller, die meisten haben sich dann doch irgendwann in die Mitte gesetzt und so. Aber neben mir ein Platz frei, links neben mir 2 Plätze frei. Keiner wollte sich da hinsetzen, keiner wollte dann, vielleicht waren es immer dann 3 Leute, die kamen oder 2 und dann war da kein Platz. Weil das ist natürlich angenehm, wenn du da sitzt und selbst wenn eine Gruppe kommt, lassen die immer einen Platz frei. Weil es ist natürlich immer nice, einen Platz neben sich frei zu haben. Und wenn dann ein Platz neben mir frei ist, müsste halt ein Mensch kommen, der alleine auch ist. Und es ist halt selten so. Weil so viel ich gemerkt habe, die meisten waren zu zweit oder zu mehrert da. Rosa hat gemeint, in ihrem Film sind super viele alleine da gewesen. Kommt auf das vorherige Essen an, ja. Da habe ich auch schon erzählt, meine Kino-Experience bei Oppenheimer war, dass 2
sehr korpulente Menschen neben mir saßen und die haben ihr Abendessen erstmal ausgepackt. Und zwar wirklich Abendessen. Also ein Burger mit Pommes. Ich glaube, die andere Person hatte sogar nicht nur einen Burger, sondern ein richtiges Essen, was man mit Messer und Gabel essen muss und sowas. Also es war obszön und es war so schlimm, dass es lustig war und es mich nicht wirklich gestört hat. Aber die haben wirklich zu Abend gegessen neben mir, während Oppenheimer, während die Welt explodiert ist. Auf jeden Fall, der Film, ich habe The Substance angeschaut. Und oh boy, war das geil. Oh boy, schaut euch The Substance an. Mit Demi Moore und Margaret Qualler. The Substance ist... Der Film fängt... Ich sage euch grob die Story. Aber ich sage euch, keine Angst, ich sage euch nicht, was passiert. Aber erstmal grob gesagt, der Film fängt so an, wie... Ein Film, den man respektieren kann. Jeder respektieren kann. Und dann ab der Hälfte oder die letzte Stunde ist purer Trash, Horror, Body-Horror, widerlich, die widerlichsten Sachen, die du anschauen kannst. Und es macht so einen krassen Switch auf einmal und alles ist so übertrieben widerlich und krank. Und wenn du dann sowas nicht magst, dann gehst du aus dem Kino raus. Vor allem, der Film, jeder, der sich kurz über den Film informiert, weiß, dass der ultra hart ist. Wenn du dich nicht über den Film informierst und du magst einfach nur Demi Moore, dann wirst du nach einer halben Stunde ziemlich schlucken und dir überlegen, ob du gehen willst. Dann musst du, wirklich Horror, spezifisch Body-Horror mögen. Ich will gar nicht beschreiben, was passiert, weil euch würde schlecht werden, wenn ihr das nicht wollt. Und wenn du da was zu essen dabei hast, mir war zwischendrin, ist es mir schwer gefallen, überhaupt Popcorn zu essen. Weil es so widerlich ist. Aber ja, die Prämisse ist, dass Demi Moore eine, keine Ahnung, 55 Jahre alte, so wie sie halt ist, Schauspielerin ist, Oscar prämiert, aber sie ist inzwischen so alt, dass keiner sie mehr will, weil sie zu alt ist, weil sie alt aussieht und so weiter. Und sie verliert ihren Job bei ihrer Fernsehshow, weil sie eben zu alt ist, wird ihr auch ins Gesicht quasi gesagt so. Und es geht halt wirklich um das Frauenbild, dass Frauen durch die Gesellschaft dazu verleitet werden, immer, naja, schön und perfekt auszusehen. Und Demi Moore muss man wirklich Hut ab bei dem Film sagen, weil sie ist halt inzwischen über 50, vielleicht sogar Anfang 60, ich weiß es gar nicht. Und die geht in dieser Rolle halt aufs Ganze. Ne? Also es geht wirklich darum, dass Körper mit dem Alter nicht mehr so perfekt sind, aber die halt die Gesellschaft, vor allem Amerika, Modelgesellschaft und sowas, will die perfekten Körper. Und sie hat halt nicht mehr den perfekten Körper. 61, krass. Und für 61 sieht sie großartig aus. Aber trotzdem Hut ab. Denn wenn ihr diesen Film anschaut, werdet ihr jede kleine Falte, jede Eck an ihrem Körper sehen. Das ist so krass. Und dieser Film ist ab 16. Zumindest hier in diesem Land. Dieser Film ist ab 16 und ich verstehe nicht warum. Also zum einen, du siehst jede Ecke und ich meine wirklich jede Ecke von ihrem Körper komplett nackt, so wie sie ist. Das ist sie und ihr seht alles. Alles. Auf jeden Fall, sie steht vorm Spiegel, findet sich super hässlich, obwohl sie es nicht ist. Und kriegt halt dann, ist egal wie, quasi gesagt, es gibt The Substance. Und The Substance ist... dass ein jüngeres Ich von dir gemacht wird. Richtig knackig, perfekt. Und die wird halt gespielt von Margaret Qualley, die wirklich unfassbar perfekt aussieht. Wie sehr alles. Du siehst alles. Diese Frau ist einfach, weil der Film geht darum, dass sie sich nicht hübsch findet.
Wenn eine Frau vorm Spiegel steht und sich bemängelt, dann ist sie dabei komplett nackt und die Kamera geht auf jede kleine Falte und wie sie geht. Die steht wirklich vor dem Spiegel und untersucht ihren alles. Und dann nimmt sie halt die Substance und the Substance macht ein jüngeres Ich. Aber nicht aus dir, sondern zusätzlich. Also es ist Zellteilung. Und das war der Moment, wo die zwei Leute aus dem Kino gegangen sind. Weil du spritzt ja dann, und das ist alles noch kein Spoiler. Das ist der Anfang, das ist die Prämisse von der Geschichte. Ich sage euch nicht, was passiert. Aber es ist wirklich so, dass sie spritzt sich die Substance und dann passiert Zellteilung. Und zwar Zellteilung, sie teilt sich durch zwei. Das heißt, ihr Rückgrat öffnet sich und aus ihr hinten krabbelt quasi sie nochmal in extrem jung und wunderschön, perfekt, hübsch raus. Und es sieht, also der Film ist optisch so perfekt, es sieht alles so, Mitose, genau, es sieht optisch so perfekt aus. Du denkst wirklich, das passiert da gerade. Also da ist nichts von wegen, ah, die haben ein Kostüm benutzt, das sieht aber ganz schön unecht aus. Nein. Wenn das passieren würde, würde das so aussehen. Das ist crazy. Und da sind die ersten Leute aus dem Kino gegangen, weil einfach Demi Moore nackt auf dem Boden liegt und eine zweite Person aus ihr rauskrabbelt. Das heißt, sie existiert als 61-Jährige und dann existiert sie nochmal als, keine Ahnung, 20-Jährige. Und die sieht halt perfekt aus. So, mehr von der Story sage ich euch nicht, nur dass die letzte Stunde von dem Film einfach nur pures Gemetzel und pure Blut und Fingernägel ziehen, Zähne ausziehen, alles volle Kanne, Kamera draufgehalten und Demi Moore nackt, die anderen nackt und alles ist blutrot und es ist so krank widerlich. Aber darum geht's in dem Film, dass Schönheit quasi von der Gesellschaft so angesporen wird, halt an, jeder sucht nach der perfekten, also will perfekt aussehen. Und ich finde den Film nahezu perfekt. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne erklärt bekommen hätte. So auch chemisch, biologisch, wie das denn möglich ist und so. Aber rein optisch und wie sie es gemacht haben, ist krank. Und dann habe ich mir direkt, als ich zu Hause angekommen bin, habe ich mir den Vorgänger angeschaut. Weil es ist eine Frau, eine Französin oder Kanadierin, die den Film gemacht hat. Und die hat davor schon einen berühmten Film gemacht, der auch so Frauenpower mäßig ist, weil der Film geht um Frauenpower, also der soll Frauen stärken quasi. Der davor ist auch nicht ganz so krank, aber auch krank. The Revenge heißt er einfach nur. Revenge habe ich mir dann angeschaut, der ist auch echt gut. Basic Instinct war nix. Basic Instinct ist ja auch nix, da siehst du ja gar nichts. Hannes, vielen, vielen Dank für Tier 2, 22 Monate. Danke, danke, danke. Bin ich übrigens im richtigen Gras? Ich habe jetzt auch kein Kindwurmglück gerade. Hallo Soul Tonic. Wie ist nochmal dieser Film mit diesen Zellen, die immer größer werden und das einzige Mittel zur Bekämpfung ist Head and Shoulders? Noch nie gehört. Was? Weiß ich nicht. Evolution? Echt, die haben da Head and Shoulders benutzt? Ich habe Evolution damals gesehen, der ist super lustig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Weltuntergang. Hä, Evolution war doch voll lustig. Verox, hier, hier, hier. Dieser Blick. I know I'm pretty.
Ihr braucht nur das richtige Gras, dann ist auch egal, wie lange ihr braucht, bis Kindwurm kommt. Bin ich im richtigen Gras? Habe ich das richtige Gras? Evolution war lustig, mit David Duchovny doch. Wo diese widerliche Szene ist, wo so ein Insekt unter die Haut von dem einen drunter ist. Das war, naja, was ich am Samstag gesehen habe, das war, ja. In einer Szene zieht sie sich ein Hähnchenschenkel aus dem Bauchnabel. Was? Also, was ist da in meinem Bauch? Und dann zieht sie sich so ein Hähnchenschenkel aus dem Bauchnabel. What the fuck? Naja. Schaut euch The Substance bitte an. Ich will mit jemandem drüber reden. Geht ins Kino und schaut euch diesen brutalen Film an, der ab 16 ist. Ist der in Deutschland auch ab 16? Das kann nicht sein. Aber besser ist es. Die jungen Leute sollen sehen, was Schönheitskomplexe mit einem machen. Ey, Kindwurm. Also, The Substance kann nicht ab 16 sein. Das ist wirklich, also wirklich, ist es so krank. Ich glaube, ich habe noch nie einen brutaleren Film gesehen. Also, ich habe brutalere Filme gesehen, aber die sind so alt, dass das, was da passiert, nicht echt aussieht. Weißt du, kannst dir irgendwie, was ich letztens, Brain Dead, kannst du dir anschauen oder Evil of the Dead oder sowas. Oder selbst sowas wie Shaun of the Dead. Du siehst, dass es halt Kostüme sind. Aber bei The Substance sieht alles viel zu echt aus. Okay, wie war nochmal die Taktik? Wir zittern noch nicht, aber wir wechseln und hoffen, dass Kindwurm nicht mein Sporenwirt triggert. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ja, so Infinite Chicken Legs aus dem Bauchnabel ziehen. Dann schläfer ich es ein, damit es nicht mich angreifen kann, wegen Sporenwirt. Dann trugschlagen wir. Das ist der einzige Grund, warum wir Parasec holen. Jetzt hoffen wir, dass es immer noch schläft. Perfekt. Und dann gehen wir auf Knuddeluff. Warum gehen wir auf Knuddeluff? Damit wir eher ein männliches Brutalander kriegen. Denn Schambolzen muss, während die Mitstreiter gerufen werden, on the field sein. JJ. Hallo JJ. Und dann zittern wir. Hat es gerade gezittert? Ja, es hat gezittert. Und dann zählen wir. Aber das zählt. Nee, das zählt nicht. Aber das zählt jetzt. Und dann gehen wir die AP durch. Wunderschön. Haben wir es wieder. Vollgott. Dankeschön, dass du dein Prime zu einem normalen Sub gemacht hast. So, dann sollen wir jetzt direkt die Musik wechseln, weil die Kampfmusik ist halt wirklich anstrengend mit der Zeit. Wir sind schon bei 58. Was hören wir für Musik? Kindwurm. Aber ich habe gesehen, dass Shiny Kindwurm auf Discord hatte Level 10. Das heißt, ich muss echt nochmal ein Viertel mehr Glück haben, dass es Brutalander auf Level 9 kommt. Oh,
Oh Mann, drei hintereinander. Also bei 100 sind wir über den Odds. Und dann werde ich traurig. Wenn unter den 100 jetzt ein Bruder Lander kommt, bin ich zufrieden, auch wenn es nicht Level 9 hat. Aber es wäre schön, wenn es Level 9 hat. Weil ich will danach nicht weitermachen. Aber ich erwarte auch ein bisschen einen Shiny Kindwurm. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Shiny Kindwurm dann fangen soll. Weil dann muss ich nochmal einen Kindwurm finden. Das geht nicht. Das halte ich nicht aus. Danke, Faulgut, für das Glück. The Happy Time Murders, was ist das denn? Also ich habe gebookmarkt den hier diese Puppen, diese Mörderpuppen, das mir jemand empfohlen hat. Aber The Substance und Revenge am Samstag sind zwei sehr gute Filme gewesen. Gott, The Substance. Ich habe so lange über den Film, ich habe noch beim Einschlafen drüber nachgedacht, was da alles passiert ist. Ich glaube, ich bin ins Kino gegangen und am Eingang ganz draußen am Kino stand ein älterer Mann, der gesagt hat, I've never seen such a crazy movie. This was insane. Ich dachte mir so, oh, hoffentlich redest du über The Substance. Hoffentlich redest du über diesen Film. Und ich glaube, er hat über den Film geredet. Es ist gleich wie Meet the Fables, nur in neuer. Okay. Shiny Kindwurm aus Gym 7 ist wenigstens noch was wert. Naja, ist es was wert? Wenn es mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 300 kommt? Wahrscheinlichkeit ist höher, also hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Shiny Kindwurm kommt, als ein Karmesin und Purpur. Ich würde behaupten, also von der Mathematik her, ist hier ein Shiny um einiges unbedeutender als in Karmesin und Purpur. Vor allem jetzt gerade nicht, aber so schnell, wie hier neue Kindwurms kommen. Und ich habe halt schon ewig viele Shiny Kindwurms. Ich muss mal gucken, ob ich, wenn es passiert, ob ich die Suche nach einem neuen Kindwurm wirklich machen will dann. Es kommen echt viele. 63. Es geht auch schneller, wenn es durch meinen Schambolzen nicht... Ja, doch, es ist geschambolzt. Okay. Du hast den Counter schneller zusammen, ja. Aber trotzdem bleibt es bei 1 zu 512 und hier ist es 1 zu 300. Ohne Schillerpin. Aber ja. Deswegen sage ich ja, die Mathematik sagt, dass es hier besser ist. Am Ende muss das jeder für sich selber wissen. Aber wenn hier ein Shiny Kindwurm kommt, finde ich das nicht besonders und ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, es zu fangen. Aber ich kann auch nicht einfach ein Shiny nicht fangen. Das geht natürlich auch nicht. Aber vielleicht kommt ja ein Shiny Brutalander.
Wollen wir eine Vorhersage machen? Wollt ihr gamblen? Rebens, willst du eine 5-minütige Vorhersage machen, ob das Kindwurm, ob das Brutalander unter 100 kommt? Nein, Vollgott will nicht. Du musst. Du musst jetzt. Kommt ein Brutalander, nicht das Brutalander, aber kommt ein Brutalander unter 100? Hallo Mega Pikachu. Wir haben schon 10 Attacken gemacht. Das heißt 10. Wir haben mehr als 10 umgebracht. Huh? Waren wir bei 57? Ich habe mich verzählt. Ich glaube, wir waren bei 56. Ich glaube, ich habe einmal zu viel gedrückt. Weil jetzt kommt die 11. AP, die wir verbrauchen. Ja, ich habe einmal zu viel gedrückt. Wir können es so überprüfen. Leute, nehmt an der Vorhersage teil. Ihr sagt immer, ihr wollt eure Gambles, ihr wollt eure Vorhersagen. Hier sind sie. Gebt eure Punkte aus, um mehr Punkte zu bekommen. Statistisch gesehen sollte ein Brutalander kommen unter 100 oder bei 100. Also ne, 1 zu 100 halt. Ihr müsst nur eure Punkte dafür verwetten, dann werdet ihr reich. Ich finde es immer nervig, wenn die Pokémon Verzweifler machen. Hey, sorg dafür, dass sie es nicht machen. Plop. Deswegen, wenn mein Knuddeluff keine AP mehr hat, dann bringe ich das Kindwurm um und hole ein neues Kindwurm, damit es wieder volle AP hat. Mein Kindwurm wird nie Verzweifler machen, solange ich mich nicht verrechne damit. Aber es kann gar nicht sein. Kindwurm hat viel mehr AP als mein Knuddeluff. Allein Raserei hat auch 35, glaube ich. Ach ja, wir haben einen Panferno-Raid am Freitag. Jetzt ziehen sie es schnell durch. Wir hatten doch früher immer super viele Pausen zwischen diesen Raids. Immer wieder. Irgendwann kam nichts mehr, dann kam was anderes und jetzt boom, boom, boom. Serpi Royal, boom. Panferno. Bin so gespannt, was passiert, wenn wir durch sind. Ich sag Eisenblatt und Windewoge. Für immer. Oder sie fangen wieder von vorne an. Die haben wahrscheinlich selber keinen Bock mehr. Ja, die wollen so schnell es geht einfach auf den Automatismus. Wobei sie es eigentlich durchziehen müssen, bis Gen 10 rauskommt. So war es zumindest bei Schwert und Schild. Da gab es doch bis zum Ende hin immer noch immer wieder so, ey, jetzt kommen die, ey, jetzt kommen die. Jetzt kommen echt viele, 72. Ich habe bei 56 angefangen, das heißt bei 86 habe ich 30.
Glaubst du, Mewtwo kommt nochmal? Das wäre so, wie wenn sie Zeraora in Schwert und Schild nochmal gemacht hätten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Mewtwo nochmal kommt. Zumindest nicht mit der Mew-Kombination. Weil dann müssten sie ja auch wieder ein Mew verschenken. Weil das Mew ist abgelaufen inzwischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Titanen in einer Art Rotation immer durchlaufen, bis mal zwischendrin vielleicht was Besonderes kommt. Zumindest bis Gen 10 draußen ist, genau. Einfach eine Rotation, die feststeht. Und Eisenblatt und Windewoge. Sollen uns bitte noch die Shiny Legis schenken? Das ist sowieso so seltsam, dass sie da ist nichts, keine Events. Die ganzen Events, die kommen, sind einfach nur PvP-Events und halt aus dem Anime in Pokémon. Und ansonsten nichts. Wo sind Koraidon und Miraidon? Warum? Warum lassen die das Spiel einfach so sterben? Warum machen die kein Event zu, also vielleicht kommt ja was, aber zu TCG Pocket können sie ein Event machen, dass diese drei Booster Packs, die drei Pokémon werden als Event verschenkt oder keine Ahnung, es hat jetzt nicht viel mit Koraidon und Miraidon zu tun, aber hätte ja, könnte ja irgendwie. Warum haben die damit aufgehört? Ist Pokémon Z bis A Gen 10? Nein, es ist Gen 9. Hallo Ilia. Und das heißt, wobei wir wissen nicht, ob es Z bis A heißt. Z bis A. Nein, eine Gen ist immer erst eine neue Gen, wenn ein Main Game draußen ist. Also Gen 10 wird dann Gen 10 sein. Legends ZA ist Gen 9. Genau wie Legends Arceus Gen 8 ist. Alle Scheine, die sie über Poco verteilen, werden sie eh nicht bekommen. Ich habe letztens ein Sastian-Raid gemacht und keiner meiner Freunde ist dazu gekommen. Also habe ich ihn nicht machen können, weil ich verloren habe. Zumindest ein Shiny Rayquaza wäre für Capo wegen dem Anime cool und weil das Shiny ultra cool aussieht. Was hat das mit dem Anime zu tun? Gab es Shiny Rayquaza im Anime letztens oder wie? Aber ich will eh keinen Shiny Zacian und Zamazenta aus Go. Aber wenn schon da ist, nehme ich's. Aber nicht so schlimm, wenn ich keins kriege. Es gibt immer noch ein Shiny Rayquaza im Anime. Sie suchen es mit anderen Pokémon. Hä? Okay. In den frühen Folgen vom Anime zu Gen 9 kommt Shiny Rayquaza. Ach, tatsächlich. Okay. Aber Shiny Rayquaza wäre ein bisschen krass. Es gibt genug Wege, Shiny Rayquaza zu bekommen.
Aber Koraidon, Miraidon, die Unheils-Pokémon. So viele mystische, so viele Legis, die nie veröffentlicht wurden. Wo sind sie? So viele Gelegenheiten, sie zu ver-eventen. Events draus zu machen. Why shiny farm? What do you mean? Why shiny farm? I'm not shiny farming. Im Titel steht, was ich mache. Shiny Victini können wir, glaube ich, vergessen, bis es keinen Gen 5 Remake gibt. So, hab ich eigentlich mal geguckt. Was ist so das Verhältnis von Leveln, die auftauchen bei Kindwurm? Das war gerade Level 11. Jetzt kommt ein Level... Nix. Verdammt. Aber es ist wahrscheinlich ein Viertel. 9, 10, 11, 12. Es ist Level 10. Oh. Warum geht die Kamera eigentlich nach oben, wenn das Pokémon dann sowieso aus einer Rauchwolke aufploppt? Ich dachte mal, die Kamera geht hoch, damit sie runtergehen kann und dann das Pokémon da einfach steht. Aber es ploppt ja eh auf. Warum geht die Kamera hoch? So, Hilfe! Ja, okay, es macht schon Sinn. 81, ey. 81, kurz nachrechnen. 15, 25, ja, 81 stimmt. Beziehungsweise jetzt 82. Hallo Daisuke. Hey, es kommen echt viele Kindwurm. Ich habe so ein Glück. Aber in dem Glück habe ich kein Glück. Ich glaube, der Zoom auf den Himmel ist einfach nur dafür da, um zu sagen, wie weit der Schrei trägt, wie weit der Schrei geht. So von wegen, ah! So wie wenn bei irgendwelchen schreienden Filmen so die Weltkugel zu sehen ist und man hört den Schrei. So laut wird geschrien. Wäre aber auch geil, wenn man einfach die Weltkugel sehen würde und so ein Kindwurm, ah! Daisuke, du bist ein Trompack. Was kommt nach Origin Dex? Retro Achievements und Ribbon Master. Imagine Level 9 Shiny Brutalander. Imagine. Auf das Ribbon Master freue ich mich schon total. Ich glaube, ich mache aber zuerst Retro Achievements. Auf Ribbon Master habe ich weniger Bock, weil es nur Kämpfen ist. Also sei nicht enttäuscht, wenn es nicht kommt. Ich verspreche nie was. Und dann, wenn, dann brauche ich auch erstmal dafür mein Shiny Entei aus Kolosseum. Ribbon Master ist echt eine Arbeit. Ja, und ich brauche erst mein Shiny Entei aus Kolosseum. Bis einschließlich Gen 4 bekommt man ja alle als Shiny, wenn manche auch sehr umständlich. Jeder Gen danach wird noch ewig dauern, wenn überhaupt, bis sie die Shinies verteilen oder handbar machen in Spielen. Wenn überhaupt, wir dürfen überhaupt nicht annehmen, dass Victini jemals in Shiny zur Verfügung steht.
Wer hat jemals gesagt, dass es jedes Pokémon als Shiny geben soll? Pokémon kann einfach sagen, nein, Victini ist so besonders, davon gibt es keine Shiny-Form. Und dann ist das so. Nie wurde bestätigt, dass es jemals ein Shiny Victini geben soll. Also, wir dürfen das nicht annehmen. Tower Master Ribbon in Galar ist easy. Sinnoh Remake, richtiger Pain. Wie ist die KI in Sinnoh so krass schwer? Battle Tower in Sinnoh oder in Gen 4, also in BDSP ist hart. Also, ich meine ja, die sind alle hart, aber wenn du da mit Level 100 und einem krass trainierten Pokémon, ist es dann echt härter. Von Gen 8 gibt es kein Remake. BDSP ist ein Gen 8 Remake von Gen 4. Du musst erstmal eine 50er Siegesserie in BDSP freischalten. Wie soll man so viele Punkte bekommen? Für Cap-Off? Gar nicht, das ist der Witz. Mensch, der Schenkelklopfer. Wie funktioniert das eigentlich mit Shiny Legis? Ich dachte immer, die sind einmalig. Das ist schon mal die erste falsche Vermutung. Legis sind nicht einmalig. Beim Mystischen kannst du schon eher sagen, sie sind einmalig. So von wegen, es gibt nur ein Mew und so. Oder es gibt nur ein Arceus. Okay. Aber Legis sind nicht einmalig. Es gibt mehrere Zapdos, es gibt mehrere Groudons, es gibt mehrere Rayquazas. Das ist lore-technisch bestätigt. Legis sind nicht einmalig. Baby Lugia. Aber eben Mystische kann sein, dass es sie nur einmalig gibt. Deswegen kann man argumentieren, hey, Shiny Victini existiert halt einfach nicht. Ist funny, wie schön man Fionn züchten kann. Ja. Und Fionn ist... Ist Fionn mystisch? Ja, muss ja. Es gibt eine Folge im Anime mit mehreren Cresselia, zum Beispiel. Ja, schau. Also brauchst du auch nicht mit Paralleluniversum kommen. Du kannst... Und außerdem kannst du ja auch mehrere Legis in einem Spielstand besitzen. Dir wird ja nicht... Es gibt halt nur einen statischen Encounter von einem Zapdos, aber niemand hindert dich daran, 10 Zapdos in einem Spiel zu haben. Deswegen auch die Spiele, also auch die Spiele verhindern das nicht. Mehrere Shaman. Ja, ich glaube, selbst Mystische gibt es mehrmals, ja. Aber ich glaube halt, Arceus ist lore-technisch nur eins und Mew, glaube ich, ist lore-technisch auch nur eins. Aber diese Pokémon sind doch als Wächter bekannt. Zum Beispiel soll Groudon doch das Land geschaffen haben. Wie kann es sein, dass es dann mehrere gibt, die würden sich doch gegenseitig bekämpfen und so weiter, oder nicht? Ja, aber du kannst ja sagen, du hast ein Groudon, das Kanto macht und ein Groudon, das Johto gemacht hat. Außerdem ist es irgendeine Sache, die sich aus irgendwelchen Köpfen entsponnen hat. Du glaubst ja nicht, dass Pokémon das von Anfang an so geplant hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Anfang sich dachten, ach, das sind einmalige Pokémon. Zapdos, Lavados, Arctos, Mewtwo. Und dann auf einmal im Film, Anime, irgendwo hat sich einer... Ich meine, es ist männlich.
Es ist männlich. Und es ist Level 11. Was mache ich jetzt? 88. Also alle, die gesagt haben, dass 1 unter 100 kommt, herzlichen Glückwunsch, ihr hattet recht. Zwei Sonderbonbons ihm abziehen. Ey, in Fangames geht es. Da gibt's Common Bonds. Common Candy. Die ziehen Level ab. Skippen. Ich muss skippen, oder? Ich darf's nicht fangen. Erstmal einsacken. Nee, dann muss ich wieder ein 1% Kindwurm suchen. Kannst ja weiter suchen. Ja, ich muss erst wieder ein Kindwurm suchen. Auf jeden Fall, was ich gesagt habe. Und dann hat halt irgendjemand im Anime gesagt, hey, lass mal ganz viele davon machen. Und dann sind sie so, okay, fuck, jetzt gibt's mehrere. Okay, dann ist die Erklärung dafür. Okay, aber nur mystische. Moment mal, wo sind die ganzen Shamans her? Okay, es gibt mehrere Shamans. Es ist ja nicht so, als ob es einen Lore-Wächter bei Pokémon gibt. Die machen halt, was sie wollen und dann wird sich das schon irgendwie alles zusammen erklären lassen. So wie bei Zelda auch. Irgendwie kannst du alles erklären. Baby Brutalanda Level 11. Ja. Aber du bist nicht gut genug. Not good enough. So, wir zählen gleich nochmal nach. Oh, es überlebt sogar. Ah. Not good enough. Es war zwei Flammenwürfe. Ich muss zwei Flammenwürfe abziehen. Ich will nur sicher sein, dass die Zahl stimmt. Das heißt, ich bin bei 7. Das heißt, ich habe 8 benutzt. 8, 25, 33. Dann sind wir bei 89. Das 89. war ein Brutalanda. Aufschreiben. 8, 9, erstes Brutalanda Level 11. Und jetzt? Und jetzt? Tja, jetzt machen wir den Zähler wieder auf 0. Es geht weiter. Hallo Eva. Eins. Ich finde auch, also wenn Pokémon es jemals dabei belassen hätte, dass es von einem Legi nur ein Pokémon gibt, fände ich das auch vollkommen okay, lore-technisch. In Spielen kannst du halt trotzdem mehr haben. Ich meine, Spiele sind halt in der Hinsicht unlogisch, ist doch auch okay. Ich meine, wie will man da mit Logik ankommen, wenn man tauschen kann? Dann kann man halt sich ein Legi tauschen, dann hat man zwei und schon ist die, weißt du, allein, dass ein Spiel mehrmals existieren kann und du die tauschen kannst, ist ja dann schon unlogisch und so weiter. Und dann kommst du natürlich mit Paralleluniversen, dass jeder Spieler in einem eigenen Universum lebt und sowas. Aber sie haben es halt durchbrochen und halt irgendwie auch in Animes dann mehrere gemacht und auch wenn du dann in den Spielen, glaube ich, die Texte liest und Bücher liest, steht da auch drin, dass es Legis mehrmals gibt und sowas. Mei. Aber ist doch egal. Mir ist sowas immer total egal. Für mich könnte es auch alles unlogisch sein. Beim Spiel geht es mir immer nur um Gameplay. Wir müssen gleich einen Switch durchführen. Wir müssen dieses Kindwurm austauschen.
Und ich muss wieder neue AP haben. Ich hoffe, dass ich richtig gerechnet habe, dass man alle 1 Milliarde Punkte ohne die Truhen ungefähr 952 Jahre braucht. Kann sein. Das war ein so schönes Brutalanda, aber wie es da aufgeploppt ist und so groß ist und dann auch noch männlich ist und dann aber 2 Level zu viel hat. Was macht man denn da? Kann man ja nur weitermachen. Nicht mal Level 10. Wobei, was ist cooler, Level 11 oder Level 10? Einstellig. Und vor dem Kino am Samstag waren wir in einem Plattenladen und Rosa hat sich einen neuen, tollen, hochwertigen Plattenspieler gekauft. Ich habe ihre, also es hat angefangen, dass ich vor einem Jahr habe ich ihr einen billigen Plattenspieler geschenkt, weil sie immer gesagt hat, sie will irgendwann mal Platten sammeln. Aber sie hat noch nie eine Platte gehabt. Und dann habe ich ihr einen billigen Plattenspieler geschenkt. Weil ich billig bin. Und dann hat sie ganz viele Platten gekauft, aber nie wirklich den Plattenspieler benutzt. Aber die Platten halt dadurch ganz viel gekauft, weil sie jetzt, naja, eine Entschuldigung hatte, sich Platten zu kaufen. Und jetzt ein Jahr später hat sie sich den richtigen Plattenspieler gegönnt und hat jetzt schon, das war voll, den aufzubauen allein war voll schwierig, weil der hat so ein Pendel, dass du dann da einpendeln musst und so ein Gewicht, dass der Arm die perfekte Höhe hat und sowas. Voll penibel war das, den einzustellen, den Plattenspieler. Okay, wir sind hier. Ich habe alle Attacken verbraucht. Ich muss jetzt auf Parasek gehen. Genau, wie war die Taktik? Parasek. Ja, irgendwie, es war auf jeden Fall zuerst Parasek. Wenn das Level 9 Brutalander Shiny wäre, müsstest du das dann nochmal suchen. Ich brauche nicht ein normales. Ich finde, wenn ich hier ein Shiny finde, dann ist es halt nur das Shiny. Weil ich mache das ja nur, um eins zu haben. Wenn Shiny ist, noch cooler. Es ist ja nicht Teil vom Origin Deck. Das ist ja einfach nur eine Besonderheit von Gen 7. Und jetzt mache ich Pilzspore auf den ich neu haben will. Würdest du den Führerscheintest eher mit 11 oder 12 Punkten nicht bestehen? Das ist ein guter Einwand. Es passt sogar perfekt. Ja, es passt sogar perfekt einfach. Genau, du schläfst und jetzt kill ich dich. Und dann schläfst du bitte immer noch, genau. Aber bei 10 würde man sich noch mehr ärgern. Aber das ist das Gegenteil. Bei 10 Fehlern würde man sich noch mehr ärgern. Weil es zu knapp ist. Und jetzt mache ich Trugschlag. Jetzt darf es nicht aufwachen und mich nicht angreifen. Schläft immer noch. Wunderschön. Dann wechseln wir auf Knuddeluff.
So wie mit dem Gen 1 Shiny Arctos, ja. Wie wäre das wohl, wenn einem das zweimal passiert, dass alles richtig ist, außer der Angriffswert, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu sein? Dann machen wir jetzt... Was ist das? Top-Etter? Elixier? Top-Elixier? Top-Elixier. Nee. Elixier reicht, oder? Elixier. Happy, du bist ein Imantips oder so. Mantidea. Und Pyro, du bist ein Grandiras. Und JJ. 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 Rate, was du bist. Bitte rate, was du bist. Meine Reaktion hat es gerade offensichtlich gemacht. Das dachte ich mir, dass du es sagst, aber nein, nicht Tanhel. Du hattest schon mal Metagross, glaube ich. Dann hätte ich nicht so reagiert. Du bist ein Kindwurm. JJ ist das Kindwurm. Du hattest nie Metagross. Ich glaube, Metang oder so, irgendwas davon hattest du mal. So, kann bitte jemand das Boot der Lander ziehen? Dann kommt's. Und jetzt will ich als Vergleich mal sehen. Hytera. Als ich trainiert habe, ist jetzt auch nicht unbedingt sehr oft Hytera gekommen, aber schon regelmäßig. Wie ist die Wahrscheinlichkeit in Gen 7, dass Hytera auftaucht in den SOS-Dingern? Pony Plains, SOS only. ?20%? Stimmt es? Mach ich mal Pony Plains, Specific Patches. 20% ist halt schon, ja, okay. Dann verstehe ich, dass ich die ganze Zeit Hytera bekommen habe. Dann wundere ich mich, dass ich es nicht weniger gekriegt habe. Okay, dann machen wir Pony Plains. Hallo Itachi. Marco, Alola, du bist ein Safcon. Blissy. 20%. Ja, krass. Hytera SOS ist 20% und Brutalanda 1%. Okay. Okay, dann, aua. Ja, okay. Für Infamomo extra Spirit-Pokémon auf 125 anheben. Du kannst Infamomo als Spirit-Pokémon ziehen. Du kannst sogar noch andere Pokémon ziehen, die nicht mal im Pokédex drin sind. Wir hatten sogar früher die Chin-Pokémons
mit drin im Pool. Chin-Pokémon, das berühmteste, zum Beispiel Schuh. Hallo Prani. Prani, spielst du schon das neue Zelda? Ich liebe Schuh. Schuh ist der Beste. Schuh war der Beste. Und Schuh! Apropos, was ist das? Okay, cool. Was ist das? Who's that Pokémon? Oh. Oh. Törö. Törö. Schade. Törö. Oh. Kein Törö. Ich meinte die Points Requirements für die Belohnung. Achso, weil es kostet 124. Achso. Aber es kostet nicht 124 wegen der Anzahl der Pokémon, sondern wegen einer Shiny Chance. Alle meine Punkte sind auf eine Shiny Chance bezogen. Aber ja, das ist ein schöner Zufall, dass es um eins daneben ist. Hatte mal für meine Freundin ein Video gemacht, bei dem ich meine seltenen Pokémon-Karten zeige und mittendrin war, habe ich einfach meinen Schuh in die Kamera gehalten und Schuh gerufen. Geil. Ich will jetzt dieses TCG Pocket spielen. Ich will da so richtig reinsuchten. Schön, schön einfach irgendwelche blinkenden Tasten drücken, damit man irgendeine Währung bekommt, die nichts bedeutet. Ich hätte das Bruttalander fangen sollen. Warum bin ich nicht zufrieden mit einem Level 11 Bruttalander? Hallo Jessie Chan. Mhm. First try happens, direkt in Shiny Bonk. Schämst du dich?
Ah. Du warst auf der Kaizoku, einer Anime-Party. Und wie sehr hat's gestunken? Keine Ahnung, war besoffen. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich am meisten gestunken. Nach Bier und Wein. Da war eine Liveband, die haben Anime-Lieder gespielt. Ja, das ist doch wohl das Mindeste, hoffe ich. Na 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 na. Jesse, woo! Das ist doch von Cowboy Bebop. Was macht man auf einer Anime-Party? Hast du ganz viel Merch gekauft? Hast du ein Kissen gekauft? Wir haben sogar Bolognese gemacht. Da den Ententanz. Na 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 Demon Slayer Sucks. Na 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 na. Du hast einen Anhänger gekauft. Ist ja nix für dich. Sind noch andere Sachen passiert, ist aber ab 18, sagt nur so viel, haben jemanden und seinen besten Freund hops genommen. Da kann man jetzt alles denken. Okay. Hops genommen, FBI kam. Warum? Weil er das Ganze mit dem ein kleines Kind, das in Wirklichkeit 378 Jahre alt ist, ein bisschen zu ernst genommen hat. Oder was? Ah, du bist doch sicher ein alter Dämon, der in Wirklichkeit 500 Jahre alt ist. Schlimm, schlimm, schlimm. Diese Anime-Fans. Noch älter, tut mir leid. Eine Milliarde, drei Äonen. Der kindaussehende Dämon hat einfach die Zeit erfunden. Genau, hat jemand gedacht, der Jojo, ach keine Ahnung, warum Klassiker? JJ war schon auf vielen Anime-Partys. Und wurde zu oft reingelegt. Schau, jetzt erzählt die Jessie doch, was es war. Hab eine Freundin geküsst, die sollten das dann nachmachen, wollten sie erst nicht. Hinterher kam raus, sie ging noch weiter. Zwei Boys?
Geil, Jesse hat was in erweckt. Jesse hat was erweckt in den beiden. Pass auf, in 3 Jahren tanzt du auf deren Hochzeit und sie danken dir. Und ihr kleines adoptiertes Kind nennt dich Mama. Weil du bist schuld, nicht schuld, aber du warst der Grund für alles. Du warst die Verkupplerin. Ja, cool. Alkohol. Böser Alkohol. So viele Kindwürmer. Das sind die besten Partys mit so viel Drama. Gibt's da nicht so geile Memes mit diesen so Drama-Leuten? Du bist dann dieses so, wo das Ohr ganz spitz wird, wenn 100 Meter weiter jemand flüstert. Die Meme-Katze und die Typen sind die Blondinen, die mit dem Finger auf mich zeigen. Stimmt. Was findest du schlimmer, Alkohol oder Zigaretten? Alkohol. Mit Zigaretten bringst du nur dich selbst um. Mit Alkohol ziehst du meistens auch andere mit rein. Wobei, mit Zigaretten ziehst du auch natürlich auch andere mit rein. Aber Gestank ist um einiges nicht so schlimm wie das Verhalten eines Besoffenen. Alkohol sollte verboten sein. Das sage ich aber auch nur, weil ich kein Problem damit habe, keinen Alkohol zu trinken. Ich brauche das nicht. Es gibt genug Leute, die das brauchen. Wenn du Alkohol verbieten würdest in der Gesellschaft, wird wahrscheinlich die Welt untergehen. Halt ohne Schmarrn. Aber, ich habe schon wieder vergessen, gestern waren wir einkaufen. Aber ich hätte gern, wir haben so eine nicht wirklich ernstzunehmende kleine Bar in der Ecke, wo halt ein bisschen Alkohol steht, wo Rosa ein paar Whiskys hat, die sie manchmal schlürft. Und ich will da auch was stehen haben, weil es gibt schon manche Alkohole, die mir schmecken, die ich tatsächlich lecker finde. Ich mag zum Beispiel Negroni oder Campari Orange. Und manchmal denke ich mir, hätte ich jetzt schon Lust, mir so etwas zu mixen. Alkohol ist doch nicht schlimm, aber Cannabis, dieses Teufelszeug, muss dringend wieder verboten werden. Ja, die Einstiegsdroge zu Heroin. Weg damit. Wie, die Milka-Schokolade hat 10% weniger Zucker? Was soll denn das? Meine Freiheit wird eingeschränkt. Milka, gib mir meinen Zucker wieder. Campari Orange trinken mit Leo, es war magisch. Schön warm. Schön zu viel Orange oder zu viel Campari, keine Ahnung. Kein Eis.
Einfach nur schön bappig, aber gleichzeitig bitter, süß, aber bappig ohne Ende. Die Wespen hat es angezogen. Aber es war magisch. Marco, halte mich. Es war magisch. Echt, soll Cannabis wieder verboten werden wegen Jugendschutz? Ich meine, ab 14 Wodka im Späti kaufen ist rein legal nicht möglich. Es passiert halt wahrscheinlich trotzdem. Aber, also, die. Hä, aber ich dachte, dieses Erlauben in Deutschland hat dazu geführt, dass sich nichts geändert hat und dass alles genauso ist wie davor, dass alles cool ist. Wer sagt denn, dass das wieder geändert werden soll? Der eine da. Der eine da mit dem Mikrofon sagt das. Moment, mein Schüttelluft stirbt. Es stinkt noch mehr als sonst. Hä, das riecht voll gut. Hä, was hast du? Hä? Das riecht voll. Hä? Wenn du an einer Bar vorbei riechst, stinkt es tausendmal schlimmer, als wenn jemand 100 Meter weiter ein bisschen Ganja raucht. Hä, es riecht doch voll gut. Jedes Mal so. Es riecht doch echt voll gut. So. Ah, ja. Wo? Gönn dir. Ha. Ich bin sogar verbrannt, deswegen. Ja. In Bars riecht es nach Schweiß, ja, das ist auch. Das war damals nicht so, als man in Bars noch rauchen durfte. Gibt ja nicht umsonst Parfum mit dem Geruch. Ja, okay, es gibt auch. Also Gwyneth Paltrow verkauft auch. Naja. Verkauft auch Kerzen mit einem Geruch. Heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man es machen muss. Gehen tut's, aber. Naja. Früher war alles besser, genau. Wo Frauen noch nicht wählen durften und Männer, keine Ahnung, es genauso war wie immer. Die guten alten Zeiten. Mhm. Die ganze komplette Innenstadt riecht nach dem Versagerkraut. Mhm, total. Früher mussten wir wenigstens nicht arbeiten. Okay, Jesse. Oh, ich bin schon wieder Äther leer. Hm. Früher war alles besser. Gestern zum Beispiel, da war Sonntag. Ach ja, die guten alten Zeiten. Du bist die, das hier erlauben. Irland hat so viele andere Probleme, wenn die irgendwie sagen, hey, wir erlauben das, dann sagen alle, hallo, könnt ihr mal die anderen Probleme lösen, bevor ihr euch um sowas Nichtiges kümmert?
Ich habe gerade auf Flüchten gedrückt. Oh Gott, ich habe mich verklickt. Ich bin runtergegangen auf Beutel und es ist noch eins runtergegangen. Naja, mein Äther und alles war eh kacke. Scheiße. Weiß jemand, ob ich in BDSP mit einer Herzschuppe meinem Knackrack aus PLA-Wutanfall wieder beibringen kann? Sollte, oder? Wenn Knackrack auf dem Level Wutanfall kann. Aber warum tust du es nicht rüber? Weil gibt's Wutanfall nicht in PLA? Warum tust du es nicht rüber in PLA und bringst ihm da Wutanfall bei? Kann es in BDSP nur per Zucht? Achso, ja, dann kannst du es nicht. Wenn es nur per Zucht ist, kann, dann kannst du es nicht mit Attackenlehrer ihm beibringen. Das wäre viel zu einfach. Welches Battle Ready brauche für den Tower? Ich verstehe dein Problem trotzdem nicht. Wenn es aus PLA ist und in PLA lernt es Wutanfall, dann tust du doch in PLA rein. Aber du weißt das bestimmt besser. Ich verstehe es noch nicht, wenn... Natürlich kannst du eine Zuchtattacke nicht einfach beibringen. Deswegen ist es ja eine Zuchtattacke. Ich dachte, ich krieg heute das Level 9 Brutalander. Es dauert doch einiges länger. Was mache ich denn da? Das Level 11 hätte fangen sollen. Es kommt aus PLA, konnte Wutanfall, hab's in BDSP gepackt und es hat ein anderes Moveset. Also es konnte die Attacke nur in einem anderen Spiel, in PLA nützt es mir für den Tower nichts. Es konnte Wutanfall und Wutanfall hat es verlernt. Also der Attackenlehrer kann dir auch total egal sein, weil wenn du das Knackrack von PLA rüber tust in Home auf BDSP, kannst du die Attacken ja schon anpassen. Das heißt, vergiss die Herzschuppe, guck einfach nach. Du kannst in Home, weißt du es nicht? Du kannst in Home die Attacken von dem Pokémon erinnern lassen, auswählen. Du kannst jede Attacke auswählen, die dieses Pokémon kann in dem Moment. Wenn es Wutanfall in BDSP gibt, dann ist es sehr unlogisch, dass dein Knackrack diesen Wutanfall vergessen hat. Das macht keinen Sinn. Deswegen guck in Home, ob du die Attacke auswählen kannst. Mach zur Entspannung noch ein paar Wurmlöcher. Diese scheiß Wurmlöcher. Zum Glück ist es vorbei. Es hätte aber noch so viel länger dauern können. Schlinking, ey. Zum Glück. Hallo Fabian. Jetzt, wo ich hier stehe, könnte ich doch eigentlich... Ich meine, es wird schneller gehen und ich habe jetzt gemerkt, es dauert doch ein bisschen länger, ne? Ich mache mal Attackenanimation aus.
geht's ein bisschen schneller. Hallo Markus. Noch nie auf die Nachrichtenbox geachtet in Home. Wenn du ein Pokémon aus Home in ein anderes Spiel packst, passen sich Attacken und APs an. Ja, das weiß ich schon. Das ist aber trotzdem sehr verwundernswert, wenn dein Knackrack Wutanfall haben kann in BDSP. Warum sollte die Attacke dann verschwinden, wenn du es überträgst? Wenn Knackrack Wutanfall haben kann in BDSP und du hast dein Knackrack mit Wutanfall, warum sollte die Attacke verschwinden, wenn du es auf BDSP überträgst? Aber egal, deine Frage ist, kannst du das auschecken? Check's aus. In Home kannst du es einfach überprüfen. Hallo Markus. Ich habe endlich ein Pokémon mit genau 188 Spätz in Pokémon Rot für Knofenser. Okay, was hast du vor? Ich kenne, was für eine Taktik ist das mit 188 Spezies? Ich kann in Home Wutanfall beibringen, vergiss es aber in BDSP. Nein, dann verstehst du nicht, was ich meine. Ich gehe jetzt auf Home und zeig's dir. Ich meine, ich glaube nicht, dass du mich, also es kann nicht sein, dass du mich falsch verstehst, weil du Ahnung hast. Aber reden wir aneinander vorbei? Legends Arceus ist Gen 8, BDSP ist auch Gen 8. Das ist kein Downgrade. Oh, ich bin sogar gerade hier. Ich habe Radfratz gebrütet. Guckt euch diese Radfratz an. Und hier ist ein Shiny. Wo war das? Hier! Hier ist ein Shiny Radfratz. Ich brauche noch ein zweites. Habe ich vorgestern, glaube ich, gefunden. In Pokémon Home. Ich rede nicht davon, dass du die Attacke in Pokémon Home änderst. Das geht gar nicht. Deswegen, das, was du da meinst, verstehe ich nicht, weil es geht nicht. Du kannst eine Attacke in Pokémon Home nicht ändern. Es kann sein, dass es allgemein in BDSP nicht geht. Das sehen wir jetzt. Abgewandelter Mew-Glitch für die Exclusives. Okay. So lang. So, und ich gehe jetzt einfach mal auf Knackrack, ne? Knackrack ist Gen 4. Hier ist ein Knackrack. Das kann kein Wutanfall, aber egal. Ich tue das hier rüber. Dann siehst du dieses TM-Symbol unter Knackrack. Dann gehst du drauf, gehst auf Attacken verwalten. Dann sehe ich hier, es ist jetzt Level 48, kann wahrscheinlich kein Wutanfall. Aber mein, dieses Knackrack konnte auch nie Wutanfall. Dein Knackrack konnte mal Wutanfall. Das heißt, bei dir hier in der Liste muss Wutanfall stehen. Wenn ich jetzt danach speichere, dann ist es ein BDSP-Pokémon. Dann kann es sein, dass es nicht mehr geht. Aber dann tust du wieder zurück in PLA, bring ihm, stell dir vor, rechts ist PLA, machst du so und dann musst du hier Wutanfall auswählen können. Dann tust du es wieder auf Home, ist kein Wutanfall. Und dann tust du es wieder auf BDSP und wenn dann unten Wutanfall weg ist, dann gehst du hier drauf und wählst Wutanfall aus. Wenn du nicht Wutanfall auswählen kannst, dann existiert Wutanfall nicht im BDSP auf Knackrack. Meine das halt aus einem anderen Spiel. Das hier ist auch aus einem anderen Spiel. Das ist aus Gen 3. 4. Hier, wenn wir eins nehmen mit so einem Ausrufezeichen. Finte. Charmian kann anscheinend kein Finte. Tue ich hier drauf.
Attacken verwalten. Finte ist weg. Finte ist auch nicht auswählbar. Wutanfall auf Knackrack nur Eggmove. Ja, dann hast du doch deine Lösung. Deine Frage war, geht das? Und du hast doch selber rausgefunden anscheinend, dass es nicht geht. Ich weiß nicht, was du willst. Spar dir die Herzschuppe. Denn in Home kannst du die Attacke beibringen. Du musst keine Herzschuppe benutzen. Hallo Gabriel. Nico, danke schön. Danke Nico für Patreon. Fabian, hier deine Fusion. Okay, das ist süß. Das ist sehr süß. Und die beiden Pokémon passen auch gut zusammen, oder? Die sind gemacht wie füreinander. Wie sieht's aus mit Kindwurm? Schlecht. Wir hatten vorhin einen Level 11 Brutalanda bei Nummer 89. Jetzt sind wir schon wieder bei 35 Kindwurms. Wie ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Brutalanda auf Level 9 Shiny ist, wenn ich bei einer 30er Chain bin, wenn ich 30 Kindwurms gekillt habe, anscheinend 1 zu 300. Also nicht schlecht. Ich brauche kein Shiny. Aber Jay, ich verstehe das, dann ist das aber total dumm gemacht, oder? Findest du nicht auch? Weil wenn Brutalanda Wutanfall kann. Und ja, in BDSP ist Wutanfall eine Zuchtattacke. Okay. Trotzdem kann dieses Knackrack Wutanfall. Warum nimmt BDSP die Wutanfallattacke weg? Nur weil es in BDSP eine Zuchtattacke ist. Dieses Knackrack kann Wutanfall. Warum wird die ihm weggenommen? Hast du die Demo schon gespielt? Ja, vorhin. Wir haben mit der Demo angefangen. Wir haben uns heute die Herrscher geholt, die auch echt cool aussahen. Dann habe ich die Demo gespielt. Und jetzt machen wir wieder Brutalanda. Wie, du brauchst keinen Shiny? Ich brauche keinen Shiny Brutalanda. Ich habe Shiny Brutalanda. Ich meine, ich sage nicht nein, wenn Shiny Brutalanda kommt, aber ich brauche es nicht. Kannst du mir helfen? Helfen schreibt man klein. Habe ich dir damit geholfen? Mehr als einmal am Tag kann ich dir nicht helfen. Aber das war, finde ich, schon mal ein guter Akt von mir. Nee, doch. Wo finde ich eigentlich die alten Videos von dir, wo du dich noch nicht mit Pokémon beschäftigt hast? Du machst auf YouTube, gibst du Leo's Mind ein. Was genau meinst du, Megatikachu? Was für Videos? Wow, Leo, wer so toxisch gerade? Hä, du kennst mich, ich bin immer toxisch. Hä? Was ist, das gerade neu für dich? Bist du doof, Mariko? Was? Warum wunderst du dich gerade, hä? Wo war ich gerade toxisch? Jemand hat helfen falsch geschrieben. Ich habe doch nur geholfen. Ich sehe das nicht ein, dass du züchten musst dafür, Jay. Das kann nicht sein. Dieses Knackrack kann Wutanfall. Warum musst du dafür züchten? Aber ja, es ist auch irgendwie ein bisschen verständlich, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das so eng nehmen. Wenn du Wutanfall normal dir beigebracht hast in einem anderen Spiel und es ist nicht per Zucht, dann sagt BDSP, ey, den Wutanfall hast du dir nicht verdient.
Das ist total blöd. War schon verdient, schon, gell? Ja, gut. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Frage von Gabriel. Was ist die Frage? Da, wo du den Leuten was über Twitch erklärst, wie man sich da vorbereitet, soweit ich mich erinnere. Ja, da googelst du einfach Leos Mind auf YouTube und dann siehst du all diese Videos. So heißt der Account, Leos Mind. So wie jeder meiner Accounts. Unmuting Stream. Leos Schere tausend und weil ich bisschen doof bin, gibt gleich mal ein bisschen toxische Bits zurück, Leos LOL. Danke für die toxischen Bits. Kann ich wenigstens mal die Klappe halten, wobei ich immer gern die Klappe halte. Dankeschön, Mariko, für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Oh, Gabriel, falsche Frage. Jetzt werde ich noch toxischer. Pass auf. Gabriel fragt, ich suche eine gute Technik für den Kampfbaum mit Brutalanda, Amigento, Knackrack und Elfhuhn. Gabriel. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee, dass ich noch nur ansatzweise Ahnung hätte, was für eine komische Technik du benutzt für irgendein 4 Pokémon in irgendeinem Kampfbaum? Hast du mich jemals... Ich meine, du hast heute hier zum ersten Mal Hallo gesagt. Das heißt, ich nehme an, dass du mich irgendwie kennst. Hast du mich jemals kämpfen sehen? Ich weiß nicht mal, wie ein Kampfbaum aussieht. Ist das ein Baum, der zwei dicke, fette Kampffäuste hat? Hat er so Boxhandschuhe, der Baum? Was macht ein Kampfbaum? Tromborg ist nicht mal vom Typ Kampf. Bis jetzt ist meine Technik Rückenwind und Erdbeben. Okay. Klingt gut. Mach weiter. Ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen. Okay. Wieso kommst du dann auf die... Warum? Nein. Ich habe keine Ahnung, was du da redest. Und geh zu Leuten, die tatsächlich kämpfen. Ich kämpfe nicht in Pokémon-Spielen. Wie du siehst. Also das in Home kannte ich noch nicht. Wie komme ich auf die Attacken? Rajay! Wieso habt ihr alle so wenig Ahnung? Wie kommst du da drauf? Wenn du ein Pokémon überträgst auf ein anderes Spiel, dann hat es das TM-Symbol. Und wenn du dann auf das Pokémon draufklickst, steht da Attacken verwalten. Das kommt in meinem Video vor. Alle Infos über Pokémon Home, die ihr wissen solltet. Schaut meine Videos. Ich will mehr Geld. Hallo, DB Blackie. Wie viele Eier hast du für das Raspass ausgebrütet? Keine Ahnung, muss ich erst zählen. Aber ich glaube, es sind 11 Boxen. Also 330 anscheinend. Kann noch jemand was schreiben, worüber ich mich aufregen kann? Es macht so viel Spaß. Was sagt meine Uhr? 88er Puls. Hey, wie mein Jahrgang. Mein Puls ist auf 88. Und machst du wieder Reviews? Halt die... Was gibt's heute zum Essen?
weiß ich nicht, Bolognese. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Gengar natürlich. Ich habe keinen Geschmack und ich mag einfach das, was alle mögen. Deswegen ist es natürlich Gengar. Hallo Leon, was ist dein Lieblings-Pokémon? Glurak natürlich. Ich habe keinen Geschmack und nehme das erstbeste Pokémon, das aussieht wie ein roter Drache. Glurak. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Du hast Geschmack. Ich liebe auch Gengar. Oh. Sehr unhinged heute, mag ich. Ist doch immer so. Was macht der No-Pets-Typ am Tor? Seid ihr Best Buddies inzwischen? Ich finde es so interessant, wie ich so viel hier erzähle und so viel rede und ihr hängt euch an einer Sache monatelang auf, die ich einmal in einem Stream gesagt habe für 5 Minuten. Dieses No-Pets-Ding wiederholt ihr so oft. Ich erzähle so viel mehr interessante Sachen aus meinem Leben und ihr sagt No-Pets und Butter Chicken. Bestehe ich nur aus indischem Essen und keinen Haustieren? Bin ich nur das für euch? 2 Memes, die ihr dauernd wiederholt, obwohl ich sie nur einmal... Ich sporn das noch nicht mal an, diese 2 Memes. Nächstes mit No Pets. Das war eine Sache einmal. Das ist nie wieder vorgekommen natürlich. Warum auch? Ich habe gestern extra keine Zutaten für Butter Chicken gekauft, weil eure Frage mich aufregt. So sauer. Aber die Unterhaltung mit No Pets war sehr prägnant. Ja, es war auch ein schneidendes Erlebnis. Aber es ist vorbei. Was ist hier schon wieder los? Gar nichts, Runny. Geh zu deinem komischen Ice Nine Kills. Ich konnte Samstag auch endlich mal Butter Chicken testen. Leo war not bad. Not bad? Das ist Perfektion. Du hast es falsch gekocht. Koch mal besser. Hast du wenigstens das Chefkoch-Rezept genommen, das ich auch immer nehme? Mein Rezept. Ich wollte Korma kochen. Ja, ich habe... Aber dieses Korma-Rezept ist so komisch. Das wirkt so, als ob das total basic und nicht schmecken wird. Aber ich habe alles dafür gekauft. Beziehungsweise es musste nichts gekauft werden. Das hat jeder zu Hause. Wir haben 200 zu Hause. Die habe ich seit 10 Jahren hier. Wird irgendwann sehr hart. Hör auf, dein Hund... Was? Was wird sehr hart? 200 seit... Was? Wer wird hart? Was wird hart? Was ist hart? 200 zu Hause seit 10 Jahren. Was denn? Was meinst du? Das kleine Ding in Shiny hat mich richtig abgefuckt. Wommel? Wommel? Eine Freundin von einem Kumpel hat das gemacht, aber nicht mit meinem Rezept. Das ist das Wichtige. Nehmt mein Rezept. Das ist gutes Butter Chicken. Ich sage, mein Butter Chicken ist besser, als wenn ihr beim Inder Butter Chicken bestellt. Warum auch immer. Er meint, wenn die Hunde mal irgendwann nicht mehr sind? Hä? Wir haben 2 Hunde zu Hause, die habe ich seit 10 Jahren hier, wird irgendwann sehr hart. Ach so. Ja, das habe ich doch überhaupt, das liest man da doch nicht, Jay. Das ist ein Grund, warum ich keinen Bock habe, tatsächlich irgendwann eine Katze oder einen Hund zu haben. Weil ich vor dem Moment Angst habe. Weil ich den Moment schon mit meinen Katzen durchgemacht habe. Das war schrecklich bei meinen Katzen. Und ich will das nicht nochmal mit Katzen oder Hunden durchmachen. Einfach nie Haustiere haben. Was ist dein Lieblings-Butter Chicken? Das dritte. Was ist in dem Butter Chicken drin? Ich glaube, das habe ich am Wochenende auch bekommen. Butter Chicken ist Tomaten, Hühnchen und sau viel Butter.
Aber meins ist nicht mit viel Butter, weil meins besser ist. Geht einfach auf chefkoch.de, nehmt Butter Chicken und das erste meistbewerteste Rezept ist das, was ich nehme und das ist das Beste. Code 0. Also es ist ja doch dein Rezept. Nein, es ist nicht mein Rezept. Es ist nur das Rezept, was ich nehme, also mein Rezept. Wann kommt Kochstream? Niemals! Warum sagen es immer Leute? Wann Butter Chicken Video? Niemals! Ihr seid alle dumm. Können wir wieder über Pokémon reden? Nein, können wir nicht. Bitte nicht. Dann war es was anderes, war mit Huhn und Mandarin. Huhn stimmt schon mal, das ist das Chicken in dem Wort Butter Chicken. Aber ich weiß nicht, ob wo du in Butter Chicken das Wort Mandarine gelesen hast. Mandarin, was? Aber ich glaube, natürlich gibt es sowas, kann bestimmt auch super schmecken, aber das heißt anders. Das heißt wahrscheinlich Mandarin Chicken. Mandarin Chicken. War aber auch gut. War bestimmt fruchtig. Irgendwie bei dir schwer zu unterscheiden, was du ernst meinst und was nicht. Das ist das Abstruse hier, was ich auch nie verstehe. Ich meine das alles ernst, was ich sage, aber ihr denkt, das kann er nicht ernst meinen, weil es so bösartig ist. Also muss er Spaß machen. Aber ich sage euch, ich verspreche euch, wenn ich sage, ich hasse euch, dann meine ich das ernst. Wenn ich sage, ihr seid alle Vollidioten, dann meine ich das ernst. Aber ihr findet es trotzdem okay. Man muss ein bisschen masochistisch sein, wenn man hier zuschaut. Oder zumindest, wenn man schreibt. Weil wenn du nicht dich angesprochen fühlst, weil du hier nie schreibst, dann kannst du dich einfach über das Leid von den anderen lustig machen. Dann erfreust du dich einfach an dem Leid von anderen, die von mir grundlos angemault werden. Wie oft er mich schon als Hohensohn betitelt hat, wollt ihr nicht wissen. Happens. Du bist klein. Iss mal mehr Fruchtzwerge. Meine ich ernst. Ich meine alles ernst. Ob Twitch es auch ernst meint, seht ihr, wenn ihr auf Melden drückt. Dann finden wir heraus, ob die Twitch-Moderatoren auch Spaß verstehen oder nicht. Aber mich liebt ihr beide. Ja, ich hasse alle bis auf dich. Du... Die Person, die gerade zuhört und sich denkt, ja, ja, alle sind blöd, außer ich. Ist richtig. Ich mag niemanden außer dich. Du bist die eine Person, aber wir verraten nicht, wer du bist, weil das bleibt unter uns. Ne? Nur du. Du bist mein einziger Schatz in diesem Chat. Danke. Weiß ich. Lieb, gell? Ich meine, du weißt, wer du bist. Aber du bist die einzige Person. Alle anderen sind scheiße. Wisst ihr, was auch scheiße ist? Kindwurm. Ein Tipp gebe ich euch, es ist nicht Häppchen. Es ist nicht Happens mit Z. Und Rosa ist es auch nicht. Die guckt hier nicht zu. Ding, 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 ding.
Mein Butter Chicken guckt zu, genau. Mit dem einen Auge, das nicht entfernt wurde. Leos Bewährungshilfe guckt zu. Ja, Finanzamt guckt zu. Welcher Film, Mariko? Welchen Film guckst du heute an? The Substance, bester Film. Anschauen, Leute. Vor allem für Rom-Com-Liebhaber, The Substance, wundervolle Rom-Com. Wenn ihr euer erstes Date habt, toller Date-Film. Einfach The Substance anschauen. Demi Moore, großartige Schauspielerin. Wir kennen sie noch als Ehepartnerin von Ashton Kutcher. Ehepartnerin von Bruce Willis. Ich habe leider die guten Filme vergessen, wo sie alle drin war. Früher. Demi Moore ist tatsächlich eine gute Schauspielerin. Aber mir fällt auch immer noch ein, hey, die war mit Ashton Kutcher zusammen. Top Gun. Der neueste, der neuere Top Gun soll ja auch gut sein. Das ist also dein Geheimrezept, du lässt das Butter Chicken die ganze Woche deine Streams gucken. Nee, ich mach das immer schon eine Woche vorher und dann hat es so einen Film über sich, der es extra lecker macht. Wie lang ging es gestern noch? Ich glaube um 1 hier, also um 2 bei euch war Schluss. Wir haben halt noch Falk besiegt, was kein Problem war, weil wir einfach komplett überlevelte, kranke Pokémon haben. Und geht halt 2 los mit Nase. Keine Ahnung, der Herr streamt ja nur nachts oder abends. Und ich habe abends eigentlich nie Zeit. Weil ich da, naja, esse. Und dann, also das Essen mache und dann esse. Dann ist es bei euch schon 11, wenn dieser Prozess vorbei ist. Aber keine Ahnung, werde ich halt irgendwann nachts streamen. Warum bei dir um 1? Weißt du nichts? Warum weißt du nicht alles von meinem Leben? Und wenn du alles von meinem Leben weißt, bist du creepy, weil du zu viel von mir weißt. Hör auf. Egal was du machst, hör einfach auf. Weil ich in Irland lebe und wir sind euch eine Stunde voraus und in so viel mehr auch voraus. Einfach besser. Isst halt mal eine Pizza beim Stream. Ich esse doch nicht während dem Stream. Ich hasse es, während dem Stream zu essen. Und Abendessen ist wichtig und es ist, keine Ahnung, ich mache mit Rosa zusammen was zu essen, dann sitzen wir da, essen zusammen, dann schauen wir noch irgendeine Folge von irgendeiner Serie an und dann macht jeder, was er machen will, aber das ist so die Zeit, die ich täglich halt mit ihr verbringe. Eine Stunde hinterher? Nein, ihr seid eine Stunde hinterher. Eine Stunde hinterher? Nein, ihr seid, was? Das ist dumme, keine Ahnung, Analogie, nicht die Analogie, wer ist das? Ich bin eine Stunde... Hinterher ist falsch, das kann man so nicht sagen. Ich will mehr sehen, nimm dir Zeit für uns am Abend. Hallo! Es ist Abend und ich bin hier. Klar kann man das. Eine Stunde hinterher? Nein, ihr seid eine Stunde hinterher. Hier ist es 18 Uhr, bei euch ist 19 Uhr. Ihr seid eine Stunde hinterher. Weil 19 ist hinter 18. Bei dir ist eine Stunde früher. Genau, ich bin früher her. Ich bin vor euch. Ich bin vorne. Nummer 1.
Wann definiert man Abend? 18 Uhr ist Abend. Alles davor ist Nachmittag. Aber dann bist du zeitlich hinterher, weil wir hatten die Stunde schon. Nein. Warum verstehst du das nicht? Warum verstehst du das nicht? Versteh's doch einfach. Ich bin vor euch. Früher. Vor. Der gleiche Buchstabe auch noch. Mensch. Muss man alles immer vorbuchstabieren. Der Präabend. Willst du jetzt ein Hobbit sein? Mit Vorfrühstück und Präfrühstück und Nachfrühstück und Vormittagessen? Wir können die Diskussion nur verlieren. Endlich versteht ihr es. Ich bin hier Gott. Ich bin eine Stunde voraus, vor euch. 18 Uhr ist vor 19 Uhr. In Japan ist jetzt schon der morgige Tag, also sind die dir auch hinterher? Nee, weil die sind 16 Stunden vor mir. Ja. Yep. 16 plus 8 ist 24. Also sind sie 16 Stunden voraus. Ich finde kein Kindwurm. Wir sind vor dir im Oktober, aber ich bin vor euch. Stationär. Code 0. Irgendwelche Einwände. Ich bin auch eine Stunde jünger als ihr, weil ich euch voraus bin. Biologisch gesehen. Das heißt auch, dass wenn bei euch irgendwas passiert, dann könnt ihr uns vorwarnen. Also uns vorwarnen. Weil ihr seid nach uns, deswegen könnt ihr uns vorwarnen. Wenn irgendwas Wichtiges in der Welt passiert, damit es dann bei uns nicht passiert. Hallo Shrik, hi. Ich sage, solange er nicht in uns ist, ist alles okay. Wer Kopfhörer trägt, da bin ich drin. Leo, pass auf, da kommt. Was kommt? Kennt ihr den Film Wutprobe? Mit Adam Sandler und Jack Nicholson, natürlich. Wusa. Wusa.
In einer Stunde kommt Butter Chicken. Nein, ich mache... Rosa muss noch entscheiden, was ich mache. Entweder ich mache Korma Chicken, das ist was ganz anderes. Das ist Chicken Korma heißt es vor allem. Butter Chicken, Chicken Korma, ganz anders. Wird sogar andersrum geschrieben. Oder ich mache... Dingens. Bolognese. Adam Sandler ist cool. Also damals nicht, aber inzwischen hat er nur coole Filme. Selbst der Basketballfilm ist cool und ich... Find Sport super lame, aber der B-Ball-Film, ja, ich bin cool. Der B-Ball-Film war voll gut. Wir sind vor dir im Jahr 2025. Nee. Warum verstehst du das denn nicht? Hier ist es 18 Uhr. Sagen wir, es ist Mitternacht. Hier ist es Mitternacht. Mitten in der Nacht. Bei euch ist dann schon 1 Uhr, das heißt, ihr seid schon im neuen Jahr. Schon. Das stimmt schon, weil schon im neuen Jahr. Aber ich bin eine Stunde früher, früher. Also bin ich vor euch, vor euch in der Zeit. Ich weiß nicht, was daran nicht zu verstehen ist. Ich meine, selbst Kinder in der Grundschule lernen das von anderen Kindern in der Grundschule. Gegen alle Regeln war geil. War das der Basketballfilm? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Nee, wer ist er? Black Diamonds, nee. Der Adam Sandler Film ist gut. Black Diamonds, nee. Ich habe mich für Verwirrung selbst verletzt. Schau, ich bin euch halt voraus. Das Football im Knast, den kenne ich nicht. Gegen alle Regeln. Adam Sandler ist Football im Knast. Vor schreibt man mit F. Vor schreibt man auch mit F. It is 4 o'clock, F. Let's go for a walk, F. Ich weiß nicht, was ihr mit euren Vs habt. Ihr seid doch alle vogelwild. Mit F. Ich gebe auf. Es kommt kein Brutalander. Wir sind aber in Deutschland. Ihr seid in Deutschland. Aber ich bin euch voraus. Wenn es bei euch 5 Uhr ist, ist es bei uns 4. Oder auch 4. Voraus. Manchmal gehe ich hier echt kaputt. Mann, egal, ich lasse es einfach. Ich finde es so geil, wie Fabian immer noch probiert, es zu erklären. Aber actually, du weißt schon, Leopold, ich muss dir das wirklich erklären jetzt, okay? Fabian. Leo will nur eins euch auf die Nerven gehen. Das Schöne ist ja, genau genommen kann ich euch nicht auf die Nerven gehen, weil ihr einfach klick mich ausmachen könnt. Das heißt, wenn ich euch auf die Nerven gehe, dann ist das eure eigene Wahl. Ihr sucht euch das aus. Ach, das geht?
Das geht, ich empfehle es aber nicht. Denn dann sucht euch ein Leopold in der Nacht heim, in eurem Schlaf. Wenn ihr die Augen aufmacht, bin ich da. Wenn ihr kurz in der Nacht aufschreckt, weil ihr was gehört habt, ich bin da. Ich sitze in der Ecke. Ich gucke euch an und ich frage euch, was ist dein Lieblings-Pokémon? Wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann werde ich einen sehr verurteilenden Blick auf dem Gesicht haben. So ungefähr. Vielleicht sage ich sogar noch. Aber es ist nur, wenn es ganz schlimm ist, dann kommt auch ein Sound dazu. Bist du uns jetzt voraus oder wir? Ich bin euch voraus. Also wir ist gleich euch. Also wir voraus. Richtig. Mit F. Vor. Out. Voraus. Deutschland war vor Irland Mitglied in der EU. Ende. Ich bin nur glücklich, dass du weißt, dass Irland in der EU ist. Das reicht mir schon, um glücklich zu sein. Du wirst nicht heimgesucht von mir heute Nacht. Ich bin gewohnt, dass Leute sagen, hey, wie ist das eigentlich in Dubai? Wie viele Stunden bist du eigentlich voraus in Dubai? Irland hat Euro, genau. Auch wenn Irland nach Deutschland Mitglied der EU war, war Irland schon im Kopf jahrelang voraus. Und das ist das Wichtige. Die Euros mit der Harfe drauf. Bist du 5 und guckst auf die Euros? Oh, ich habe einen irischen. Du hast Geld. Bargeld. Ach ja, Deutschland. Aber nein, Irland ist voraus, denn wir haben kein Bargeld mehr. Also keiner will's. Jetzt wird er mal persönlich. Ach, war ich bisher nicht persönlich. Irland hat uns die Kelly Family beschert. Okay, das tut mir leid. Da hast du mich jetzt. Sind die aus Irland, echt? Ich dachte, die sind aus England. Ist nicht dasselbe. Du bist gebannt für immer. England und Irland dasselbe zu bezeichnen. Dabei sind wir den Engländern so weit voraus. So weit voraus. Ich meine, Irland hat vor England existiert. In welche Ecke Irlands wohnst du? In Forever Town. Ich wohne ich wohne vor Dublin. Tatsächlich. Du bist schuld, dass wir die Kellys haben. Hallo, der gewinnt immer beim Wok-Rennen. Ohne Kelly Family gäbe es nie einen Wok-Champ. Wok-Champion. Kennst du den Shannon River? Du meinst das Schengen-Abkommen. Das ist kein Fluss, das ist ein Abkommen zwischen den verschiedenen Ländern der EU oder Europas. Du verwechselst da was.
So, es kommt jemand rein und interessiert sich tatsächlich für Irland. Und ich sag den größten Bullshit. Nee, ich kenne keinen Shannon River, ich kenne nur den Liffey. Wohnst du nicht in Sunnytown? What? Was ist denn Sunnytown? Ich glaube, ich habe einen 0,1% Kindwurm hier, das nicht kommt. Kennst Sunnytown nicht? Jetzt habt ihr euch gerade alle auf dem Discord verschworen und wollt mich einfach nur fertig machen. Was ist denn jetzt Sunnytown? Wie weit bist du vom Old Pokémon entfernt? Ihr redet jetzt absichtlich kryptisch. Toasty, du bist ein Shiny Terrakium. Sunnytown ist ein... Was? Ist ein Safari-Zone-Glitch? Was? Leute, wir sind hier im echten Leben. Ich war mal eine Woche auf dem Shannon River Hausbootferien. Ich war noch nie auf einem Hausboot, glaube ich. Ich habe hier auch noch nie ein Hausboot gesehen. Aber mich vorhin komisch von der Seite angucken, als ich knapp 2 Stunden für Künfung gebraucht habe. Ja, es ist auch seltsam. Ich bin noch nicht 2 Stunden. Hallo, ich habe schon Brutalander gefunden. Sanyala, du bist ein Fandra. Irland hat auch nur die Flagge von Italien geklaut und das Rot ein bisschen verwaschen. Mhm. So wie Deutschland die von Belgien geklaut hat und einfach die falsch rum aufgezählt hat, die Farben. So wie die Schweiz von Japan geklaut hat. Die dachten sich nur, ah, wir sind ein bisschen eckiger drauf. Wir machen keinen Kreis, wir machen einfach ein Kreuz. Belgien ist auch nur Sideways Germany. Ja. Hallo Maurediven. Was haben wir noch für großartige Meinungen und Einstellungen, die definitiv stimmen? Leo ist cool, das ist meine Meinung. Jetzt sind wir aber sehr im Fantasieland abgedriftet. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Fabian verliert seinen Verstand. Wie geht's deinen Haustieren? Gut, Taya hat heute gebadet und gekackt. Also ich habe sie gebadet. Dann geputzt. Und Kira hat vor ein paar Tagen gegessen. Ausnahmsweise. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die gerade Ecke fuhr.
Drin saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Machst du das bei ihr auch mit einer Pinzette, was? Pinzette? Baden? Was? Füttern? Akira füttern mit einer Pinzette? Ich habe halt da eine tote Maus, die ich an der Pinzette so bewege. Und dann... Meine Schlange fütter ich alle 10 Tage und meine Bartagame muss jeden Tag essen, aber sie will nicht jeden Tag essen. Aber sie könnte jeden Tag essen. Morgens früh um 16 Uhr, dieses Gedicht verfasste Goethe, als seine Morgenröte donnernd auf dem Nachttopf saß. Nie nach Mitternacht, wie bei den Gremlins, genau. Rababär. Barbara, 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 Barbara. Habe gerade random ein Gen 1 Shiny Evoli gefangen. Ich glaube dir, kein Wort. Du bist hier gebannt, du existierst hier gar nicht. Du hast Irland England genannt. Ich habe Videos gesehen, wo Leute ihre Tierchen baden und damit dann die Haut langsam mit einer Pinzette entfernen. Ja, aber meine, also das mit dem Häuten passiert hauptsächlich, wenn sie wachsen. Kira wächst, also Schlangen wachsen unendlich lang, solange es ihnen gut geht. Kira häutet sich auch alle paar Monate. Aber da muss ich nicht helfen. Und Taya hat halt manchmal so Hautfetzen, die einfach abfallen, aber da muss ich auch nicht helfen. Du hilfst nur mit einem Bart, wenn die es nicht von alleine schafft, die Haut wegzukriegen. Hallo Andi. Vor allem, du hast dein Evoli gefangen. Man kann Evoli nicht mal fangen. Random ein unfangbares Shiny Evoli gefangen. Doch, Lügen. Lügen oder die Terminologie stimmt nicht. Entweder du spielst nicht Gen 1 und denkst, du spielst Gen 1. Oder du lügst. Gelb ist auch die Farbe der Lüge. Oder des Neides. Theoretisch doch mit dem Mew-Glitch. Dann passt aber das Wort random. Wenn du einen Mew-Glitch machst, dann ist da nichts random dabei, glaube ich. Oh, ich habe zufällig den Mew-Glitch gemacht und oh mein Gott, zufällig ist dann. Ich finde beides so interessante Tiere, aber wir dürfen laut Mietvertrag keine Reptilien halten, weil einem Ex-Mieter mal die Vogelspinne abgehauen ist. Actually, Vogelspinne ist kein Reptil. Das ist ein bisschen was anderes, wenn eine Vogelspinne abhaut, wie wenn ein... Also klar, Schlange auch. Schlange ist für Leute auch unangenehm. Aber deswegen gibt es ja Schlösser an Terrarien. Aber Hunde sind erlaubt, oder was? Hunde, die bellen und kacken und stinken und beißen. Also, wenn, dann soll nichts verboten sein, natürlich, meine ich. Er will nur Katzen haben, sonst nichts. Ich glaube übrigens, das ist nicht mietkonform. Ich glaube, ein Vermieter darf Tiere nicht verbieten. Wenn du dem natürlich zustimmst, ist das
dann deine Schuld, glaube ich. Aber von vornherein dürfte dieser Vertrag nicht gültig sein. Spinnen sind achtarmig, genau. Sind deine Tiere denn chill? Ja. Keine kleine Schlange würde dich jemals beißen. Außer vielleicht Giftschlangen. Weil Giftschlangen wissen, dass sie selbst einen Menschen außer Gefecht setzen können. Aber eine Würgeschlange würde niemals etwas würgen, was sie nicht essen kann. Woran erkennt man, dass die Linse der GameCube kaputt geht? Linse? Weiß ich nicht. Wenn, dann ist es der Laser. Also die Linse musst du schon sehr absichtlich, glaube ich, kaputt gemacht haben, dass die kaputt geht. Das Teil, das die Disk liest. Ja, der Laser in der Linse und so. Weiß nicht, woran man das erkennt, wenn deine CD nicht mehr geht. Aber du kannst am Mainboard von der GameCube den Laser stärker und schwächer stellen. Und dann wird es wahrscheinlich wieder gehen. Katzen dürfen in Deutschland nicht verboten werden, Hunde schon. Und die Logik ist, dass Hunde dich verletzen können. Das ist so ein Quatsch, weil dann muss es wenigstens auf die Rasse bezogen sein oder sowas. Das ist total komisch. Dämnis. Hallo. Im DC ist ein Bild vom besagten Evoli. Ist aber nicht von dir, Vollgott. Ich weiß nicht, wie lang Kira ist, ne. Aber ich würde sagen 1,20 Meter oder so. Bam, 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 bam. Ein Level 7 Shiny Evoli. Ich glaube, der kein Wort. Alles Photoshop. Wenn jetzt noch Paul laufen würde, dann wäre mein Tag komplett. Paul? Wer ist Paul? Paul hieß die Nachhilfe, die ich in Mathe hatte damals. Der hieß Paul. Meine GameCube macht manchmal ein klappendes Geräusch während dem Spielen, dann pausiert das Spiel kurz, läuft dann weiter oder selten kommt dann eine Fehlermeldung. An was könnte das liegen? Dass die Disk nicht gelesen werden kann, weil die Disk schmutzig ist oder weil dein Laser... Also, erstens weiß ich nicht. Aber ja, dass die Disk an der Stelle, wo die gelesen werden soll, vielleicht einen Kratzer hat. Und dann kommt da der Laser nicht drüber, weil die Stelle quasi nicht lesbar ist. Und da kann helfen, den Laser stärker zu machen. Den Laser stärker machen sorgt aber auch dafür, dass der Laser schneller kaputt geht. Oder halt die Linse, weil der Laser stärker ist. Aber ich kenne genau das Geräusch, was du meinst, weiß ich. Deswegen habe ich ja angefangen, meine GameCubes zu modden, dass alles von der Disk nicht, also dass die Disk nicht mehr benutzt wird, weil die so unzuverlässig ist. Aber ja, es ist nicht schwer, du zerlegst einfach deine GameCube und dann das kannst du auf iFixit oder sowas auf diesen Anleitungsseiten kannst du es nachschauen. Da siehst du genau die Stelle. Das ist eine winzige Schraube und die musst du minimal in eine Richtung drehen. Und dann ist der Laser stärker oder schwächer. Und dann wird die DVD wahrscheinlich um einiges besser gelesen. Und bald kommt der Flippy Drive, Jay. Bald Flippy Drive. Hast du schon bestellt? Hast du schon vorbestellt? Gott, ist das dann einfach.
Flippy Drive wird alles so einfach machen. Das traue ich mich irgendwie nicht. Es ist aber, was willst du dich da nicht trauen? Da kann nichts kaputt gehen. Außer du schlägst mit dem Hammer drauf. Vor allem Flippy Drive ist auch noch schneller als SD2, SP2. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass Flippy Drive auch noch schneller sein wird. Ja, das Home Interface allein sieht so viel besser aus als scheiß Swiss und so. Einfach schön da das Spiel auswählen. Wahrscheinlich kann man auch so viel einfacher dann resetten und muss nicht jedes Mal in Swiss reingehen oder so. Warum geht auch so sein Song nicht? Ich habe es erst gestern wieder angemacht. Hey. Krass, ich habe das gestern angemacht und es sagt jetzt schon wieder, ich brauche einen neuen Token. Okay, hier. Hier ist dein Token. Jetzt geht's wieder. Wie ist das Home-Video von dir bezüglich der Attacken? Alle wichtigen Infos zu Home 3.0? Ja. Da haben sie das eingefügt mit den Attacken. Andi, trau dich, deine GameCube zu zerlegen. GameCube ist wirklich einfach. Da ist auch kein irgendwie Ribbon-Cable, das kaputt gehen kann. Da kann wirklich nichts kaputt gehen. Außer du bist wirklich ein kompletter Trottel dabei und schlägst halt wirklich mit dem Hammer irgendwo drauf. Du brauchst nur zwei verschiedene Arten von Schrauben. Schraubst die GameCube auf, machst ein paar Schrauben weg, merkst sie, wo die Schrauben waren. Dann hast du das Board und an dem Board ist eine ganz kleine Schraube und die drehst du minimal und dann wird es stärker oder schwächer. Dann baust du alles wieder zusammen. Dann werden deine CDs wahrscheinlich besser gelesen. GameCube ist einfachste Konsole. Ich würde behaupten, N64, SNES und sowas ist noch einfacher, aber ja. Hat er dieselben Schrauben wie die DS? Also ein DS hast du schon mal zerlegt, oder was? Ein DS zerlegen, das ist richtig hardcore. DS sind, also all diese Switch und sowas, die kleinen Sachen sind schrecklich. Nee, GameCube, die GameCube hat außen, kannst du direkt jetzt sofort anschauen, das ist ein besonderes Ding, was jetzt nicht jeder zu Hause hat, aber innen drin ist ganz normal Kreuz. Innen drin ganz normal Kreuz, aber außen sind vier spezielle Sicherheitsschrauben, die, glaube ich, ein Fünfeck sind. Aber wenn man sich einmal so ein Schraubenset, wo jede Schraube drin ist, die auf der Welt existiert, dann ist es da dabei. Du hast ein DS Lite und New 3DS mal zerlegt, dann wirst du eine GameCube 10 mal zerlegen können. Oh mein Gott. DS sind so schwer zu zerlegen. Da sind so viele Ribbon Cables, die ineinander verflochten sind, die du nie wieder reinkriegst oder die einen leichten Riss kriegen. Oder glaub mir, ich habe jetzt erst auf AliExpress so LED-Dioden bestellt, dass ich allen meinen GameCubes ein anderes Licht geben kann. Dass die eine grün, blau, rot und so leuchtet, dass ich die unterscheiden kann. Ich glaube, Kindwurm ist tot. Also jetzt ist wirklich, also das stimmt jetzt, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Das ist ein bisschen krass. So, Laun, danke schön für deinen allerersten Sub. Du hast deinen 3DS so gesehen geschrottet, aber ja, ich habe auch mal einen DS auseinandergebaut. Den habe ich auf eBay bestellt und der ging nicht. Dann habe ich ihn auseinandergeschraubt und dabei ist ein winziges Teil abgebrochen, was der Powerknopf war. Und dann habe ich ihn weggeschmissen. Aber ich habe zum Glück fast das ganze Geld zurückgekriegt, weil ich gesagt habe, jo, du hast mir einen DS geschickt, der nicht ging. Und dann hat er gesagt, ja, ich schicke dir das Geld zurück. Also DS hat so winzige Sachen, die so leicht kaputt gehen.
Switch auch. Aber GameCube, da ist es alles nicht. Es ist wirklich einfach nur, das sind zwei Boards, die aneinander liegen und mit einem Kabel verbunden sind. Noch nicht mal im Kabel. Und alles andere sind, es sind einfach nur Stecker, die ineinander stecken bei einer GameCube. Da hast du kein, nichts, was irgendwie filigran ist. Sind Gameboy-Player teuer? Ich habe meine aus Japan bestellt, dann sind sie schon mal um einiges günstiger. Der Gameboy-Player an sich ist nicht teuer, aber die Gameboy-Player-Disc kann bis zu 100 Euro kosten. Wird gerade Kindwurm gesucht? Ja, und seit einer Stunde kommt nicht mal eins im Gras. Freitag war Kindwurm einfacher. Ich meine, wir haben heute auch schon Kindwurm einmal gefunden, so wie am Freitag. Ich habe heute schon einen Brutalander gefunden. Es war nur Level 11. Das wird noch. Nee, weil ich jetzt aufhöre. Wenn es jetzt kommt, mache ich den DS einfach zu. Das ist jetzt mein Leben, dass ich Kindwurm suche. Warum habe ich vorhin auf Flucht gedrückt? Meine Finger waren zu schnell. Du hast noch eine Fusion offen? Ja. Wow. Ein bisschen, gibt es da nicht diese Phobie von diesen Löchern? Das triggert ein bisschen. Larius, du spielst, du liebst dieses Spiel so sehr. Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass ich dieses Spiel überhaupt nicht liebe. Ich finde, das ist das schlechteste Pokémon Main Game. Aber ich kann verstehen, wenn Leute es mögen wegen Shiny Hunten und ja, Punkt. Wegen Shiny Hunten. Nein, warum findest du das? Weil es eine schreckliche Story ist, schreckliche Charaktere, schreckliche Besserungen wie EP-Teiler und Pokédex und Attacken werden dir vorhergesagt und so weiter. Schreckliche Charaktere. Lily ist der schlechteste Pokémon-Charakter, der jemals kreiert wurde. Oh mein Gott, ist das eine dumme Kuh? Ja. Und das Spiel hätte nicht für ein DS gemacht werden sollen, sondern für eine Konsole. Denn man sieht, die Auflösung ist unter aller Sau. Und das ist eine Frechheit, ein so detailliertes Spiel zu machen, aber für einen Bildschirm, der nur 480p darstellen kann. Ich habe viele Probleme damit, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte, dass es wird. Und irgendwas stimmt mit den Encounter-Chancen nicht. Es gibt Pokémon, die haben eine 20% Encounter-Chance und kommen nicht. Und jetzt habe ich hier einen 1% Kindwurm und es kommt nicht. Und ich erwarte ja, dass ein 1% Mon nicht schnell kommt. Aber ich glaube, nach anderthalb Stunden darf man erwarten, dass ein 1% Mon dass ein 1% Mon mal auftaucht. Du hast diesen Monat 2 Abos von Twitch geschenkt bekommen? Ja, weil wenn man im Moment 5 Subs schenkt, schenkt Twitch einen 6. dazu.
Ignivor kommt auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Wer will denn Ignivor? Ich will Level 9 Brutalander. Ah, ich gebe auf. Für heute. Okay, Party People. Dankeschön fürs Dasein. Dankeschön für die rege Diskussion über Zeit und Raum. Ich habe recht, ihr habt Unrecht. Also mit Level 9 Dragoran, du kannst mich mal. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ich das hier weitermache. I'm out of touch, Leute. I'm out of touch. Kommt einfach kein Kindwurm. Out of touch. Das war Mariko. Was ist dieses Emote? Ist das eine Kiwi? Was ist das? Ich sehe nicht mal, was das ist. Tschüss.